Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Namen der Friedrich-Neumann-Stiftung für die Freiheit und der Deutschen Gesellschaft e.V. begrüße ich Sie herzlich zur dritten Veranstaltung unserer Reihe Rathenau und die Moderne. Diese Juniwoche steht unter den Vorzeichen des 100. Jahrestages der Ermordung Walter Rathenaus. Der Industrielle, Publizist und Politiker, der zuletzt als Außenminister der jungen Weimarer Republik am Aufbau der Demokratie in Deutschland arbeitete, wurde am 24. Juni 1922 hier in Berlin von rechtsextremen Verschwörern ermordet. Daher möchten wir unsere heutige Veranstaltung dem Thema oder den Themen der Gefahren für unsere Demokratie gestern und heute widmen. Ich danke den Kollegen der Naumann-Stiftung für die gute Zusammenarbeit, dem Technikteam vom Studio Wiesenburg für Stream und Ton und natürlich unseren Podiumsgästen. Wir sind dankbar, für das Gespräch heute Abend so hochkarätige Persönlichkeiten gewonnen zu haben. Diesen möchte ich auch umgehend das Wort erteilen, wobei ich vorab noch das Vergnügen habe, den Moderator des heutigen Abends, Herrn Corbinian Frenzel, vorzustellen. Herr Frenzel, den viele von Ihnen aus Deutschlandfunk Kultur kennen, ist dort seit 2011 Moderator sowie seit 2016 in der Redaktionsleitung der Primetime. Einer seiner vielen Schwerpunkte ist die Arbeit mit der Zeitgeschichte, wo wir in der Vergangenheit auch schon oft zusammenarbeiten durften. Die hybriden Formate wie das heute hier leben von ihrer Beteiligung hier im Saal, aber auch vom Publikum online. Daher die herzliche Einladung, die F+A-Funktion zu nutzen und Ihre Fragen und Anmerkungen zu stellen, die wir dann hier vorne einbauen werden. Herr Frenzel, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Einen schönen guten Abend von meiner Seite. Wir haben ein dreigeteiltes Publikum heute. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, in Berlin, hier live in den Veranstaltungsort bei diesem wunderbaren Sommerabend. Aber ich glaube, Sie werden es nicht bereuen, denn wir haben spannende Podiumsgäste. Wir haben interessante Fragen hier. Ich begrüße aber auch ganz herzlich das Publikum, das per Zoom dabei ist, in dieser Konferenzschaltung, das also ein bisschen exklusiver auch mitdiskutieren kann als die dritte Gruppe, die ich gleich begrüße, aber Sie haben auch die Möglichkeit, über die Chatfunktion natürlich mit zu sprechen und mitzudiskutieren. Und ich begrüße alle, die per YouTube jetzt im Livestream dabei sind, hier heute Abend. Wenn wir über eine faszinierende Politikerpersönlichkeit sprechen, rund um einen politischen Mord, wir haben es gerade gehört, am Freitag wird es soweit sein, dass er sich zum 100. Mal jährt, ein Mord, der die Republik damals erschüttert hat, der aber bis heute Fragen aufwirft, die sich immer noch stellen, vielleicht wieder stellen. Wir werden das diskutieren, wenn wir auch über die Gefahren für die Demokratie sprechen, die wir hier in diesem Lande heute und in dieser Zeit beobachten müssen. Ich freue mich, Ihnen das Panel vorstellen zu dürfen und ich fange mal jetzt muss ich überlegen, links an, Linda Teuteberg, für Sie eventuell rechts, dann je nachdem, wie Sie uns gerade gespiegelt sehen. Linda Teuteberg, Mitglied des Bundestages, auch Mitglied des Bundesvorstandes der FDP, frühere Generalsekretärin der Liberalen, außerdem aber auch sehr engagiert in dem ganzen Themenfeld, das wir hier mit diesen historischen Themen betrachten, unter anderem als stellvertretende Vorsitzende vom Verein gegen Vergessen für Demokratie. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir begrüßen Ursula Münch. Sie ist seit 2011 die Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing am schönen Starnberger See, jetzt zu uns nach Berlin gekommen. Beurlaubte Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr München. Und Sie haben schon darauf hingewiesen, Sie werden vor allem stärker aufs Heute schauen, aber natürlich, wir alle kennen unsere Geschichte und haben bestimmt auch eine Meinung und ein persönliches Bild von dem Mann, um den es hier heute geht. Ich begrüße Dominik Gebhardt. Er ist seit 2018, nein, Entschuldigung, ich habe hier den Applaus genommen, bitteschön. Dankeschön. Ja, das ist, Sie haben es gemerkt, wir sind mit 3 Minuten Verspätung gestartet. Ich wollte es jetzt gerade aufhören, aber man sollte nie am Applaus, vor allem nicht bei der Begrüßung, sparen. Also, Dominik Gebhardt, seit 2018 Professor für Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam. Zuvor waren Sie unter anderem Gastprofessor an der LSI in London, Professor für Neuro- und Neueste Geschichte an der Universität Bonn. Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Ja, danke.
Und zu guter Letzt, und das habe ich natürlich dramaturgisch auch extra so gemacht, weil er der Mann ist, der, ich glaube, das kann ich sagen, ohne ihn zu nahe zu treten, wahrscheinlich sich am intensivsten mit der Person Walter Rathenau beschäftigt hat, Professor Martin Sabro, bis zum vergangenen Jahr der Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam und Autor des frisch wieder aufgelegten Buches Der Rathenau-Mord und die deutsche Gegenrevolution, in dem Sie ausführlich diesen Mord und eben auch vor allem seine Hintergründe recherchiert und dargestellt haben. Insofern müssen Sie uns auch gleich immer mal wieder zurücknehmen mit in die Geschichte und die Geschichten und drumherum erzählen. Aber auch erstmal an Sie ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Denn das ist ja eigentlich eine der erstmal drängenden Fragen, gerade an einem so warmen Sommerabend. Warum reden wir 100 Jahre später über einen Mann, der eben vor 100 Jahren ermordet wurde? Warum zieht das ein solches Interesse auf sich hier im Saal? Warum melden sich so viele Menschen an der Konferenz an? Was ist es, wofür er steht? Wofür steht aber auch möglicherweise diese Tat, um die es hier heute geht? Frau Teuteberg, wofür oder was ist etwas, was Sie sofort mit diesem Walter Rathenau verbinden? Er ist auf jeden Fall eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Als Brandenburgerin denke ich natürlich auch daran, dass er in Bad Freienwalde eine Art Residenz hatte, sich auch dort viel aufgehalten hat. Er ist, denke ich, eine sehr vielfältige Person, als sowohl zunächst Unternehmer, Manager bei AEG, dann eben auch als Politiker, als Autor. Er ist ein deutscher Jude, er hat selber Antisemitismus erfahren, sich gleichzeitig, das ist auch tragisch, selbst antisemitisch geäußert. Er hat unter dieser Situation gelitten, dass in Preußen auch manche Wege versperrt waren für Juden. Und er ist insofern sehr eine schillernde und tragische Figur. Er war ein Patriot. Er hat in einer ganz schwierigen Zeit mit dieser Situation zu Beginn der Weimarer Republik etwas für unser Land tun wollen in dieser Situation nach dem Krieg, und er steht für viele Schwierigkeiten und Tragiken da, auch noch mit dem, was er kurz vor seinem Tod geschafft hat, mit dem Vertrag von Rapallo, auch insofern sehr aktuelles Thema heute wieder, die Sonderbeziehung zwischen Deutschland und Russland, das ganze Thema deutscher Sonderweg oder auch inwieweit eine Normalisierung damals als Ziel der Beziehung zu Russland zugleich das Misstrauen der westlichen Alliierten weckt. Also da sind auch ganz viele aktuelle Bezüge drin, und er ist auf jeden Fall eine sehr faszinierende und tragische Person. Ja, vielen Dank. Frau Münch, wie würden Sie das beantworten? Ähnlich wie Frau Teuteberg, also faszinierend natürlich von der Persönlichkeit. Wir haben ja heute auch ein Bild von Politikerinnen und Politikern, wo wir ganz häufig ja auch im Grunde bedauern, dass es nur Politik als Beruf im Grunde ist. Und bei Rathenau war das ja im Grunde ein ganz anderer Weg, so ein Weg, der eigentlich ja eher der Kunst sich verschrieben hatte und gleichzeitig aber auch eine ökonomische, eine unternehmerische Kompetenz. Das ist ja das, was sich heute ganz viele Leute von Politikern wünschen. Also das fand ich ein ganz wichtiges Punkt. Und dann überlege ich mir auch, wir haben neulich vor ein paar Tagen das Gespräch der Bundeskanzlerin gehabt, wo es dann darum ging, ja, sie will ihr Bild in der Geschichte im Grunde ja zurechtrücken. Und da frage ich mich, wie ist es für eine Persönlichkeit, der im Grunde ja mit einem Vertrag in Verbindung gebracht wird, Frau Teuteberg hat es ja schon angesprochen, der aber ja eigentlich gar nicht eigentlich sein Werk war. Also da frage ich mich dann auch, wie gestaltet man heute sein Bild in der Geschichte, in den künftigen Geschichtsbüchern, und was hätte Rathenau quasi in der Retrospektive gesagt, was über ihn heute in Verbindung gebracht wird, also jenseits des tragischen Mordes. Ja, vielen Dank. Rapallo, auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, über den wir wahrscheinlich, wenn wir vor einem Jahr dieses Gespräch geführt haben, gar nicht so sprechen würden. Herr Geppert, Walter Rathenau für Sie. Ja, also ich glaube, dieses Grenzgängertum, was ja, glaube ich, in den beiden Antworten auch schon anklang, ist speziell bei uns in Deutschland, glaube ich, ungewöhnlich. Also, dass jemand wechselt die Bereiche, wo er doch aus einer stark berufsständisch geprägten sozusagen Gesellschaft kommt, das geht bis ins Kaiserreich zurück. Und das heißt eben nicht nur Politik als Beruf, sondern egal in welchem Feld man ist eigentlich sozusagen auf der Schiene seiner Profession festgelegt. Und das ist eben dezidiert das, was Rathenau nicht ist und nicht macht.
Im 20. Jahrhundert fallen einem nicht viele andere Gestalten ein. Ralf Dahrendorf könnte man noch in Erinnerung rufen, obwohl dem dann sozusagen das Managertum fehlt. Also die Tätigkeit in der Wirtschaft, die bei Rathenau ganz, ganz prominent, ja wahrscheinlich sogar prägend ist, neben dem Doktor der Philosophie, dem Geistesmenschen, dem Kosmopoliten und dann am Ende eben dem ja, tragischen Außenminister der Weimarer Republik. Ich glaube, dieses abgeschnittene Leben, das sozusagen ja dann zum Spekulieren darüber einlädt, was eigentlich noch hätte kommen können und wie hätte es sozusagen vielleicht alles besser ausgehen können, als es ist. Das ist, glaube ich, auch mit diesem Tod in der Frühphase der Ersten Deutschen Republik verbunden. Ja. Martin Sabro, wo wollen Sie anfangen? Ich mache jetzt hier den Besenwagen, würde man so bei der Tour de France sagen. Also ich glaube, man kann Rathenau nicht nur aus seiner eigenen Persönlichkeit heraus entschlüsseln, auch in seiner Faszination, sondern man braucht zwei weitere Bezugspunkte. Der eine ist die Gesellschaft, in der er wirkte und bewirkt wurde und gesehen wurde. Und das andere ist die Nachwelt, die Rezeption der späteren Zeit. Und in diesem Dreieck entfaltet sich das, was wir heute Faszination nennen und was die Zeitgenossen ziemlich verständnislos sich angeguckt hätten. Faszination an dem, wo man nicht weiß, ist das ein linker Schuh, ist das ein rechter Schuh, ein Großkapitalist, der sozialistische Ideen hat und dann wiederum sauer ist, dass er nicht als AEG-Präsident in die Sozialisierungskommission berufen wird. Nee, es ging eigentlich doch gegen ihn. Nein, es ging um ihn. Er hat doch für die Revolution geschrieben, die ihn da nicht haben wollte. Oder er liebt Preußen, dieses frühklassizistische Preußen, aber er kämpft dagegen, dass in Preußen er nicht Reserveoffizier werden kann. Er ist ein Künstler, der dem Kommerz zugewandt ist und der dann auch künstlerisch denkt in einer Weise, die immer auch von der AEG beeinflusst ist. Fürstenberg, der Bankier, guckt ihn an und sagt, unter Schriftstellern gilt er ja für einen guten Bankier. Nicht? Aber unter Bankiers gilt er für einen guten Schriftsteller. Das ist dieses In-Between, eine Repräsentanz des Außenseitertums. Und wenn wir das auf die gesellschaftliche Ebene heben, also für mich ist er eigentlich Exponent eines Übergangs, eines kulturellen, gesellschaftlichen, sozialen, politischen Übergangs vom 19. zum 20. Jahrhundert. Er steckt in vielem, ganz im 19. Jahrhundert, allein diese Restriktionsvorstellungen, also ein Liberaler, der eine Gemeinwirtschaft gründen will, die im Wesentlichen von der Gesteuerung von Konsum und Produktion lebt, eigentlich ganz ungewöhnlich. Ein sogenannter Kaiserjude, der beim Kaiser auch Vortrag hielt und da auch sehr brahmabasierend auftrat. Und dann wieder jemand, der ganz weit vorausgedacht hat, weit über die Weimarer Republik hinaus. Ich habe heute Morgen in der Rathenau-Schule einen Vortrag gehalten und habe versucht zu erklären, wie Rathenau mit seinen Prophezeiungen, die oft total daneben gingen, so hellsichtig war, dass er das Ende des Zweiten Weltkriegs eigentlich vorwegnahm und sagte, Deutschland wird geteilt werden und der Norden und der Osten wird dem Bolschewismus anheimfallen, 3 Jahre nach der Oktoberrevolution. Und weil es Deutschland ist, wird das alles viel systematischer vor sich gehen als etwa in Russland und die stärksten Vertreter werden die Intellektuellen sein. Da guckten wir uns dann in der Rathenau-Schule auch an. Also auch das ist Rathenau. Und dann wieder Prophezeiungen, die sowas waren von nix. Da sieht man diese Widersprüchlichkeit, die man aber nicht alleine aus dem Charakter erklären kann. Ja, aber wenn Sie gerade bei diesen Prophezeiungen sind, ich hab ein Zitat gefunden, da hat er im Prinzip fast eigentlich schon das auch skizziert, was dann nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs kam. Ich kann Ihnen das gerade mal vorlesen. Verschmilzt die Wirtschaft Europas zur Gemeinschaft. Und das wird früher geschehen, als wir denken, so verschmilzt auch die Politik. Das ist nicht der Weltfriede, nicht die Abrüstung und nicht die Erschlaffung, aber es ist Milderung der Konflikte, Kräfteersparnis und solidarische Zivilisation. Auch ein Zitat aus den beginnenden 20er Jahren. Also in gewisser Weise Reihentitel ist ja Rathenau und die Moderne, ein Mann, der ein bisschen zu modern war für seine Zeit. Um modern machen wir einen großen Bogen, oder? Ja, also. Ja, wie gesagt, modern ist eines der Worte, wo man als Historiker nur mit der Kneifzange rangeht, weil das so voraussetzungsreich ist und einen so leicht auf Abwege bringt. Also ich würde bei der Widersprüchlichkeit, die Herr Sabo angesprochen hat, sofort mitmachen. Und ich glaube, zu jedem, was uns modern erscheint, würden wir auch was finden, was uns fürchterlich rückständig erscheint. Und also der, wenn wir jetzt in die Außenpolitik gehen, der Rapallo-Vertrag ist ja
Also sozusagen ihm irgendwie, an den ist er angenagelt mit seiner Reputation, teils unverdient, aber teils ist er doch in die Richtung gedrängt worden. Und natürlich ist das dann, wechselt auch im Auge des Betrachters jeweils aus der Perspektive, aus der man diese Modernität anschaut. Und unsere Perspektive des Jahres 2022 ist da eben auch wieder eine andere, als sie vor 2 Jahren gewesen ist. Also was an Rathenau modern erscheint, liegt, glaube ich, sehr im Auge des Betrachters. Aber vielleicht der Politikertypus, Frau Teuteberg. Also jemand, der im Prinzip, und da tauchen wir sicherlich auch gleich nochmal stärker ein, wenn wir uns auf die Weimarer Verhältnisse dann konzentrieren, der ja eben, wie beschrieben, als Großkapitalist diese soziale, schrägstrich fast schon sozialistische Ader hat, also damit im Prinzip so ein Lagerdenken herausfordert. Ja, wobei das vielleicht sogar eher in gewisser Hinsicht was Vormodernes ist, weil, wenn wir vielleicht dann noch zu den Problemen der Weimarer Republik kommen, eigentlich ja sowas wie also moderne Parteien und damit finde ich auch eine gewisse Übersichtlichkeit, auch zuordnen zu können, wer steht für welche politischen Inhalte, durchaus was ist, was zum Funktionieren der Demokratie dazugehört. Und aus dem Kaiserreich noch heraus war man damit zu wenig vertraut. Und vielleicht ist gerade diese Individualität, die man jetzt so in der Rückschau oder faszinierend finden kann, teilweise in gewisser Hinsicht auch Anzeichen, äußeres Anzeichen eines Problems, dass nämlich die Parteien nicht in einem positiven Sinne homogen genug waren, dass man sozusagen auch die Demokratie als moderne Demokratie verstanden hätte, die das braucht, dass es funktionierende Parteien gibt, in denen sich Bürger organisieren, um dann so eine Massendemokratie als parlamentarische Demokratie funktionsfähig zu halten. Insofern ist er da exotisch und faszinierend, aber das verweist noch ein bisschen auf die Zeit davor, aus der er kommt, okay, auf das Kaiserreich. Ja. Und auch übrigens auf die Zeit, in der man, das ist heute auch vielen nicht so bewusst, in der man oft ja eher noch einen vermögenden oder adligen Hintergrund hatte, wenn man überhaupt Abgeordneter wurde und auch in der Regel nur Männer, aber eben auch diesen Hintergrund hatte, weshalb ja Politik als Beruf ab 1919 eigentlich ein Fortschritt war, was heute gern so ein bisschen ehrenrührig und abschätzig gesagt wird. Aber das war ein Fortschritt, dass Menschen unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund Parlamentarier werden können und mitbestimmen über die Geschicke unseres Landes. Und der ist ja als Politiker doch eher ein Mann der Exekutive sozusagen, der vom Staat her denkt und nicht von der DDP zugeordnet, aber eben nicht ein Parteimann in dem Sinne. Und das hätte er wahrscheinlich eben auch als Ausweis eines besseren Politikverständnisses verstanden, was wir heute anders sehen. Und das verweist, glaube ich, auf einige der Schwierigkeiten, die wir nachher sicher besprechen in der Weimarer Zeit, wo es gar nicht so sehr darum geht, dass es nicht Parteien geben würde, sondern die Frage, wie verhält sich eigentlich Parteien zur Regierung, wie verhält sich Parteien zu Fraktionen im Parlament, das ist, glaube ich, das, was sich erst allmählich herausmendelt und eben unter großen Schwierigkeiten erst in der ersten Deutschen Republik sich etabliert. Man muss ja auch sagen, dass Rathenau große Mühe hatte, zu einer Partei zu finden, ursprünglich mehr bei den Nationalliberalen angesiedelt, auch diese Koketterie mit der Kolonialpolitik von Dernburg etwa, dann die Gründung einer eigenen Partei, Demokratischer Volksbund in der Revolutionszeit, die hält, glaube ich, 10 Tage, diese Idee, dann der Beitritt zur Deutschen Demokratischen Partei, die ihn glücklicher macht als die Partei, die ihm keinen Listenplatz für die Nationalversammlung gönnen will und es dann doch irgendwie muss. Also eigentlich eine schwierige Situation. Man merkt es später beim Rathenau-Gedenken in der Königsallee. Es gibt eigentlich keine Partei, die da so das Gedenkzeichen setzen will. Nachher ist es in der Tat die DDP, ein Jahr bevor sie von der Bühne verschwindet beziehungsweise zur Deutschen Staatspartei wird, die dann an dem Baum, wo die Schussnarben noch drin sind, so ein Gedenkzeichen hinsetzt. Das Problem unserer Diskussion krankt wirklich am moderne Begriff, nicht? Das ist ein glibbriger Begriff, mit dem wir eigentlich unsere Selbstrechtfertigung aus der Geschichte herleiten. Und zum Beispiel gehen wir davon aus, dass Berufspolitik etwas Modernes ist. Matthias Erzberger ist in gewisser Weise dafür gestorben. Das ist einer der ersten Berufspolitiker und ihm wurde genau das von denen, die sich völkisch modern ja auch selbst fanden, nachgesagt wurde, dass das ein ganz grauenvoller Rückfall in frühere Verhältnisse ist und das passt da wiederum gar nicht auf unser Denken. Oder der Rapallo-Vertrag. Solange wir auf Wandel durch Handel oder Wandel durch Annäherung setzten, war das eigentlich eine sehr moderne Initiative, mit dem Kriegsgegner den Ausgleich zu suchen, und zwar nach Ost wie nach West.
Rathenau hat, bevor er Minister wurde, schon als Wirtschaftsberater mit seinem französischen Kollegen, dann als Wiederaufbauminister Louis Loucheur, verhandelt, ob man die Reparationslast Deutschlands nicht so verändern könnte, dass man nicht in Goldmark zahlt und sich selbst ruiniert, sondern in Sachlieferungen beim Aufbau Frankreichs beteiligt sich, dafür zahlt, dafür auch deutsche Unternehmen beteiligt, sodass nachher eine Win-Win-Situation entsteht. Eigentlich ist das ziemlich modern, zumindest wenn man dann auch nach Osten hin die Flanke abschneidet, dass Sowjetrussland ja auch Reparationen fordern könnte. Und der Rapallo-Vertrag schiebt eben einen Riegel vor, weswegen besonders Großbritannien empört ist über diesen Vertrag. Ist das nun modern? Kann man es über Putin nun anders deuten oder muss man es anders deuten? Also das führt uns in ziemliche Untiefen. Da sind Sie schon weiter, als ich gedanklich war. Schon sehr, ich bin noch ein bisschen in seiner Zeit und bei der Frage auch des Politikstils. Vielleicht probiere ich es mal mit dem Begriff progressiv oder man könnte es auch sagen pragmatisch, man könnte es auch sagen opportunistisch, aber wir wissen, er war jemand, der eben nicht kämpfend, aber doch auf administrativer, ökonomischer Ebene sehr dafür gearbeitet hat, dass der Krieg militärisch geführt werden konnte, aber auch eben erkannt hat, dass er nicht zu gewinnen war und politisch dann ja auch im Prinzip erkannt hat, es muss sich etwas ändern. Wir brauchen sozusagen auch einen demokratischen Fortschritt, aber natürlich nicht in einem radikalen, revolutionären Sinne. Das vielleicht als gerade so innerhalb der liberalen, bürgerlichen, großbürgerlichen Welt als ein, ich sage es jetzt mal, progressiver Ansatz, kann man das so verorten? Naja, dass es Fortschritt und Veränderung braucht, war jetzt durchaus Mehrheitsmeinung unter Liberalen, auch wenn es da verschiedene Flügel und Facetten gab. Mit der Revolution 1918 waren natürlich erstmal recht schnell viele Forderungen, die vorher im Raum standen, auch erfüllt. Abschaffung des Dreiklassenwahlrechts, Einführung des Frauenwahlrechts, Abschaffung der Prärogative des Kaisers und ähnlicher Dinge. Und trotzdem war natürlich immer noch einiges offen, was zu tun ist. Ich glaube, das Schwierige war eben auch beides zu verbinden. Sie sprachen gerade von entweder progressiv oder opportunistisch. Die Republik hatte, glaube ich, in vielen Bereichen das Problem, dass man beides brauchte, zum einen sozusagen friedlich über Kompromisse besser sprechen zu können, also Demokratie als etwas, was nicht so unversöhnlich ist, wo man auch zwischen verschiedenen Parteien und Richtungen Kompromisse finden kann einerseits und andererseits auch Freund und Feind zu erkennen, was die Systemfrage angeht, nämlich das demokratische und parlamentarische System an sich und da dann wieder wehrhaft und entschlossen zu sein gegenüber denen, die das System an sich in Frage stellen. Aber oft war man einerseits sehr unversöhnlich bei Fragen, die dem Kompromiss zugänglich sind. Ich sage jetzt nur mal eine Koalition wegen 0,1% Arbeitslosenbeitrag oder so, Beitragssatz platzen zu lassen. Aber andererseits manchmal nicht konkret genug darin, die Verfassung zu schützen vor ihren wirklichen Feinden. Da sind wir eigentlich ja auch schon genau bei diesem Punkt vor ihren wirklichen Feinden und der Frage, auf wie viele Feinde dieser neuen, frisch gefundenen staatlichen Ordnung Leute wie Walter Rathenau, andere damals gestoßen sind. Und dann lassen Sie uns doch mal einsteigen und rückblicken in die konkrete Situation 1922 und auch erstmal an diesen Tag. Ich glaube, so viel historische Reportage darf und muss sein. Herr Sabro, was ist denn da passiert am 24. Juni 22? Ich glaube, wir haben in den letzten Tagen alle davon wohl schon ein bisschen gelesen oder gehört, aber vielleicht starte ich mal damit, dass an diesem Morgen Rathenau müde ist. Das ist insoweit eine wichtige Information, weil er nämlich am Abend zuvor seine eigene Politik beerdigt hatte. Er hatte sich nach der Reichstagssitzung, die am 23. war und die im Eklat fast zu Ende ging, weil Karl Helfferich, sein Gegenspieler, ihm Punkt für Punkt nachzuweisen suchte, dass diese Erfüllungspolitik nur die deutschen restlichen Kapitalien vertickt, verkauft, dass das nichts ist. Und Rathenau lädt am Abend den amerikanischen Botschafter Horton ins Esplanade ein und seinen großen Gegenspieler Hugo Stinnes, der schon immer gemunkelt hat, dass hier Menschen fremdländischen Blutes versuchen, Deutschlands Interessen zu verkaufen. Und von diesem Gespräch kommt er um 1 Uhr nachts zurück und wir wissen nur, dass er depressiv war, dass er schlecht gestimmt war, dass er nicht mehr richtig antwortete auf die ganzen Vorhaltungen, die ihm gemacht wurden. Und am nächsten Morgen wartet der Chauffeur ziemlich lange, bis er rauskommt. Und Rathenau guckt auf die Königsallee und dreht sich nochmal um. Und wir wissen, was er tat. Er ging nochmal zum Schreibtisch. Der Schreibtisch steht übrigens in Schloss Freienwalde jetzt, haben wir vor ein paar Jahren wiedergefunden. Und schreibt auf einem Schreibblock 4 Wörter auf, die in der Kurzschrift so heißen:
Guess, Ram, die Poll und Erf. Also ganz klar, für Historiker ganz einfach, Gesamtrahmen der Politik, Doppelpunkt, unerfüllbar. Im Grunde hat er in seinem letzten Wort eine Art Rücktrittserklärung gegenüber seiner eigenen Strategie zu Papier gebracht. Zumindest ist das die These von Gerald Feldman und ich finde die ganz interessant. Dann steigt er nun in das Auto, die Attentäter sind auch schon ein bisschen nervös, weil er länger braucht als eigentlich abgesehen und man setzt sich in einem Auto hinter ihn, es heißt immer, er fuhr Cabrio, das gab es damals noch nicht, das sind offene Autos und nun muss man dazu sagen, dass die hinter dem Attentat stehende Mordorganisation drei Wochen zuvor bei Philipp Scheidemann ein Fiasko erlebt hat. Das so revolutionär geplante Blausäure-Attentat geht schief, weil Scheidemann im entscheidenden Moment nicht atmet, aber der Wind die Blausäure wegweht im Kasseler Stadtwald, sodass Scheidemann zwar betäubt zu Boden sinkt, aber noch den Revolver ziehen kann und das Attentat aus Sicht der hinter dem Mord stehenden Organisation eigentlich gescheitert ist. Deswegen wird in letzter Minute geradezu in den Vorbereitungen zum Rathenau-Mord die Tatwaffe gewechselt, eine Maschinenpistole besorgt, eine Handgranate besorgt, überall in Deutschland, weil das Netz der Organisation Konsul, die diesen Mord vorbereitet, das ist über das ganze Reich gespannt und man entschließt sich, Rathenau vom Auto aus ins Auto aus zu erschießen. Und genau das geschieht an diesem Sonnabendvormittag, ein regnerischer Tag. Um 10:45 wird Rathenau erschossen und um 11:25 tritt totenbleich Reichskanzler Wirth vor den Reichstag, der versammelt ist und gibt bekannt, dass sein Minister eben erschossen worden ist. Und dann beginnt genau dieser Uproar in Deutschland, der noch einmal die Republik wirklich zusammenbringt. Das ist ein unglaublicher Vorgang. Millionen sind in den deutschen Städten, in allen deutschen Städten dieser Größe unterwegs und versuchen, ihrer Wut Ausdruck zu geben und jetzt die Republik zu festigen. Die Arbeiterschaft findet zur einzigen Einheitsfront KPD, USPD, SPD überhaupt in der Weimarer Zeit und sie macht einen großen Streik. Aber gegen wen? Gegen sich selbst. Und damit hat man schon einen Teil des Problems identifiziert. Das führt schon zu meiner sehr großen Frage, welche Auswirkungen diese Tat eigentlich auf die Weimarer Demokratie, auf die Weimarer Republik hatte. Ob sie, das hört sich ja zunächst erstmal so an, sie zunächst mal stabilisiert hat, aber dann auch sehr beschädigt. Wahrscheinlich sollte ich jetzt nochmal... Sie sind alle herzlich eingeladen zur Einschätzung. Also vielleicht nur im Staccato... 2-3 Worte. Mental hat das Rathenau-Attentat die Republik tatsächlich für einen Moment stabilisiert. Die Deutsche Nationale Volkspartei zum Beispiel drängt ihren antisemitischen rechten Rand weg. Siegfried von Kardorff sorgt dafür. Der gründet sich als Deutsch-Völkische Freiheitspartei neu und geht nachher in die Bedeutungslosigkeit. Allerdings die Reste zur NSDAP. Das ist dann wiederum der andere Effekt. Im Reichstag werden Republikschutzverordnungen als Notverordnungen erlassen, die tatsächlich brutal gegen rechts vorgehen. Und die größte antisemitische Organisation des Reiches, der Deutsch-Völkische Schutz- und Trutzbund, der wird ausradiert. Zeitungen werden verboten. Also es ist schon ordentlich was los. Aber dann wird aus dem Erlass ein Gesetz, ein Republikschutzgesetz. Und es muss verwässert werden, weil Bayern sich abspaltet, überhaupt abzuspalten droht. Und deswegen wird unter anderem der Schutz der Republik verwässert in den Schutz der Verfassung. Das klingt für uns wie dasselbe, ist es aber nicht. Denn die Verfassung legte ja nicht die Republik fest, sondern nur die Möglichkeit, wie man die Verfassung ändern kann. Das ist ihr eigener Inhalt. Und damit ist das Republikschutzgesetz gegen Recht schon mal entschärft und es wird später bis zu seiner Abschaffung 1929 vor allem gegen Links verwandt. Und wenn wir jetzt mal auf die Schwächen gucken, der Aufschrei, den ich eben genannt habe, das ist das Kalkül der Attentäter. Die wollen den Bürgerkrieg. Damit die hinter dem Attentat stehende Brigade Ehrhardt im Untergrund den missratenen Kapputsch endlich zum Sieg führen kann. Nachdem das 22 nicht passiert, wird es 23 mit Hitler und Ludendorff nochmal versucht. Und das Missing Link zwischen diesen Putschen 2023 ist die Mordserie gegen Scheidemann, Rathenau, Wirth war der nächste, Ebert war geplant, also ein relativ großes Komplott. Wenn wir auf die Schwächung angucken, weil ich das noch sagen kann, die Mark stürzt von der galoppierenden in die rasende Inflation und am Ende des Jahres in die Hyperinflation. Die USPD entschließt sich, mit der SPD zusammenzugehen, also die Reste vereinigen sich. Das drängt aber die SPD nach links und macht die Weimarer, die Wiederauflage einer Art Weimarer Koalition in der Erweiterung fast unmöglich. Und wir haben den Hermann-Müller-Satz hier eben schon behandelt. Um 0,25% die Steigerung der Arbeitslosenversicherung bringt die letzte sozialdemokratische Regierung 1930 zu Fall. Insoweit sind die Momente der Schwächung die Stärkeren gegenüber den Argumenten, die für die Stärkung sprechen.
Frau Münch, ich versuche schon mal ein bisschen erste Links auch in die Gegenwart zu machen, denn wir haben ja leider Gottes politische Attentate, politische Morde bis zuletzt erlebt, aber wenn man sich die westdeutsche Geschichte anguckt, 70er, frühe 80er Jahre, Terror der RAF, wo ja zunächst mal der Eindruck entsteht, dass sie das Gegenteil von dem bewirken, was sie eigentlich bewirken wollen, nämlich ein Zusammenstehen derjenigen, die angegriffen wurden, und sei es dann eben aller demokratischen Parteien. Und was wollen Sie jetzt wissen? Ja, die Frage, das ist ein Phänomen, würden Sie sagen, dass wir jetzt so feststellen, also ich könnte jetzt natürlich Walter Lübcke als den letzten politischen Mord, den wir in diesem Land erlebt haben, aufzählen, dass das ein Muster ist, das wir auf jeden Fall für unsere Zeit festhalten können, wenn so etwas passiert, dass es eigentlich auf jeden Fall erstmal zu einem, in dem Sinne zu einer Festigung der Demokratie führt, weil es dieses gemeinsame Erschrecken gibt? Also das gemeinsame Erschrecken gibt es natürlich und die rechtsstaatlichen Demokratinnen und Demokraten äußern sich entsprechend, verhalten sich entsprechend, aber gleichzeitig muss man sich ja dann auch immer vor Augen führen, es gibt jeweils auch eine Gruppe, die mehr oder minder laute oder klammheimliche Freude entwickelt. Also insofern, das ist keine Spaltung der Gesellschaft, den Begriff halte ich für falsch, aber es gibt eine radikalisierte Minderheit, die solche Taten dann als Bestätigung und auch als Aufruf immer für sich auch versucht auszunutzen. Das Glück für den großen Teil der Gesellschaft besteht darin, dass eine große Mehrheit sich tatsächlich dagegen artikuliert und natürlich vor allem politisch Verantwortliche sich dagegen artikulieren und dass wir vor allem, und ich glaube, das ist auch der zentrale, doch nicht nur einer, aber einer von wichtigen zentralen Unterschieden, dass die Justiz nicht auf einem von beiden Augen blind ist. Das erscheint mir schon auch als ein wichtiger Unterschied zur Weimarer Republik, wo man weiß, dass eben nicht auf beide Seiten der Extreme geschaut worden ist. Also insofern sehe ich jetzt nicht bei uns eine Situation, dass quasi die Demokratie von zwei extremen Polen und deren jeweiligen Extremisten, Gewalttätern in die Zange genommen wird, sondern ich sehe im Großen und Ganzen eine funktionierende große Mitte und ich sehe vor allem einen Recht Staat, der sich zu helfen weiß und der vorgeht. Also nicht nur in Bekenneräußerungen, das nützt ja noch nichts. Es nützt nichts, wenn alle ihre Betroffenheit äußern. Es braucht auch einen Rechtsstaat, der sanktioniert und der dafür die Legitimation besitzt. Und das ist der Unterschied. Ja, ich glaube, dass man sich auch doch nochmal vor Augen führen muss, dass wir im Jahr 1922, dreieinhalb Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges uns befinden. Also und jetzt 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten, eine ganz andere gesellschaftliche, politische Situation. Und ich kann dem, was Martin Sabro über die zwiespältigen Auswirkungen des Mordes gesagt hat, zustimmen. Man kann das natürlich auch anders deuten. Man kann natürlich sagen, die negativen Seiten, die überwiegen, sind auch gesehen vom Scheitern der Weimarer Republik dann am Anfang der 1930er Jahre her. Man kann ja sagen, zwei Drittel Mehrheit für das Republikschutzgesetz im Sommer 22 ist so schlecht nicht. Und das ist genau, die Ordnungszelle Bayern und so weiter ist natürlich höchst problematisch in diesem Zusammenhang. Aber es ist natürlich diese Art der Kompromissbildung, die wir eingangs eingefordert haben. Man übt sich im politischen Kompromiss und man kommt zu Ergebnissen, die dann unterhalb dessen liegen, was wünschenswert wäre vielleicht. Aber es ist eben ein erster Schritt dann hin zu einer erhofften Stabilisierung, diese fraktionsübergreifenden Arbeitsgemeinschaften, zu denen es kommt, USPD und MSPD, aber auch Zentrum, DVP und DDP, die zusammenarbeiten innerhalb des Parlaments und sich sozusagen absprechen. Das sind genau diese Lernprozesse in der parlamentarischen Demokratie, die eigentlich auch was Zukunftsweisendes hätten haben können, sagen wir mal. Und deswegen ist das, glaube ich, schon
dann, wenn wir in die Mitte der 20er Jahre kommen, schon noch eine ergebnisoffene erste Demokratie, mit der wir es da zu tun haben. Mhm. Und ich würde schon insgesamt, so wie Frau Münch, die Unterschiede zur Gegenwart doch eher stärker machen. Mhm. Ja. Aber ich war überrascht, als ich jetzt auch in der Vorbereitung auf diese Diskussion gelesen habe von den ganzen politischen Maßnahmen, die Sie ja gerade, Herr Sabro, erwähnt haben. Also im Prinzip die wehrhafte Demokratie, von der wir immer glaubten, die Weimarer Republik sei sie nicht gewesen. Man hat es ja zumindest politisch versucht, man hat Mehrheiten gefunden, aber war der Humus in der Gesellschaft nicht da, dass es wirken konnte? Was war das Problem? Naja, es greifen viele Faktoren zusammen. Natürlich, die Gesellschaft ist anders organisiert, als wir das heute hatten, aber wenn ich sehe, wie die Reichszentrale für Heimatdienst, also heutige Bundeszentrale für politische Bildung, wie sie das Land flutet mit den Plakaten, den Fahndungsplakaten nach Rathenau. Auf der anderen Seite sehen wir, dass auf diesen Fahndungsplakaten werden immer zwei Männer gezeigt, die mit Gamaschen und bestimmter Ausrüstung durch das Land ziehen mit ihren Fahrrädern und die Polizei sucht sie. Und plötzlich laufen überall in Deutschland zwei Männergruppen rum, also das drei sind erst eine Gruppe, also Männerpaare herum, die genauso aussehen. Und daran, das ist, um die Polizei zu zersplittern. Und daran sieht man, dass das, was sie Humus nennen, das ist natürlich, wie Böckbeförder sagt, die Republik, die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann. Und das, finde ich, ist in der Tat ein entscheidender Punkt. Ich meinte mit der USPD den Umstand, dass die SPD durch diese eigentlich willkommene Vereinigung der beiden linken Parteien, der kleinere Teil ist ja schon 1920 zur KPD gegangen, aber das macht die SPD in gewisser Weise koalitionsunfähig oder erschwert die Koalition. Die nächste Regierung, nachdem das Kabinett Wirth stürzt, ist das Kabinett Kuno. Das ist rechtskonservativ, geht dann in die Ruhrbesetzung hinein und schon ist dieser Gedanke des Kompromisses eigentlich nicht mehr so richtig zu greifen. Und wenn ich noch einen weiteren Punkt machen kann, eine besondere Hypothek ist nicht vielleicht das rechte Auge, das so blind ist, aber die mangelnde juristische Aufarbeitung dieser Verschwörung gegen die Republik. Mhm. Und das liegt nicht daran, dass die Justiz so konservativ wäre, das ist sie auch, aber der Rathenau-Mord wird juristisch schon ziemlich hart verfolgt von dem Staatsgerichtshof, der dann später unter Hitler zum Volksgerichtshof werden wird. Aber einen Punkt schneidet man nicht an. Das Netzwerk, das diese Attentate ermöglicht hat. Und das hatte einfach damit zu tun, dass die Organisation Konsul mit der Reichsregierung in gewisser Weise verschwippt und verschwägert war im Rahmen der geheimen Aufrüstung und der Schwarzen Reichswehr. Präzise gesprochen, 300.000 Mark hat Manfred von Killinger für die Aufstellung einer Kompanie in Oberschlesien zur Bekämpfung des oberschlesischen Aufstandes bekommen und dieses Geld wanderte in genau das Netzwerk, das den Rathenau-Anschlag vorbereitet. Und nun kommt hinzu, dass vor Gericht die Angeklagten und ihre rechtskonservativen Verteidiger sich betont staatsnah geben. Sie sind eigentlich der Staat und sie haben sich geopfert, um den Staat wieder auf das Gleis zu helfen, wo ihn die Parteien weggebracht haben. Und deswegen wird vor Gericht so verhandelt, dass die Angeklagten bei irgendeinem Punkt aufspringen und sagen, was ich jetzt zu sagen habe, berührt das Staatswohl. Ich verlange, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird im Interesse des Deutschen Reiches. Zack, und das geschieht. Und dann erst wird, wenn überhaupt, berichtet, aber nicht stenografiert, was die Angeklagten zu sagen haben über ihre Verbindung mit den Waffenschiebungen, etwa mit der IRA, die alle auf diese Weise auch noch geschehen und bei denen die Reichsregierung irgendwie über Behörden mit am Tisch sitzt. Und weil diese Attentäter, anders als vielleicht heute, aus Kreisen kommen, die der Justiz sehr bürgerlich erscheinen und man spricht eigentlich auf Augenhöhe miteinander, ergibt sich eine seltsame Kumpanei von Attentätern mit denen, die über sie zu Gericht sitzen. Da braucht man noch nicht mal das rechte blinde Auge, das noch dazukommt, um zu sehen, was für eine Schieflage hier entstanden ist. Ja. Ich meine, es gab ja damals, Sie haben den Reichskanzler Wirth erwähnt, mit seinem Auftritt, auch mit der berühmten Rede im Reichstag, ja, wo er auf die Deutschnationalen zeigt und ich zitiere es gerne nochmal in Gänze, da steht der Feind, der sein Gift in die Wunde des Volkes träufelt, da steht der Feind und darüber ist kein Zweifel, der Feind steht rechts. Das ist ja ein viel zitierter Satz, ja auch bis heute, weil ja, vielleicht nicht in der Breite, aber doch zumindest bei bestimmten politischen Beobachterinnen, Beobachtern, das als eine nicht so gesunde Kontinuität, wenn auch in unterschiedlicher Dimension, bis ins Heute gesehen wird. Ich habe den Mord an Walter Lübcke erwähnt, wir haben davor natürlich die Mordserie des NSU, wo ja
sicherlich der Verdacht, wie Sie es gerade in den Dimensionen dargestellt haben, Herr Sabro, nicht gerechtfertigt ist, der Verquickung von Exekutive oder auch von Exekutivgewalten wie Polizei und Verfassungsschutz, aber doch das Gefühl da war, dass es da ein gewisses Wegschauen oder eine gewisse Blindheit gibt. Inwieweit ist das, wenn wir auch auf den Veranstaltungstitel schauen, Gefahren für die Demokratie gestern und heute, zumindest ein gewisses Korn, was nach wie vor wirkt, wenn auch in unterschiedlicher Dimension. Wie würden Sie das einschätzen, Frau Teuteberg? Ich denke, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie man diesen Satz versteht. Denn die Frage ist ja, ist es die Feststellung, die richtig ist, die da getroffen wird, oder ist es eine Ausschließlichkeit? Denn dass die Feinde der Republik dort rechts stehen, stimmt. Sie stehen aber auch nicht nur rechts. Und insofern, das ist ja keine Ausschließlichkeit, aber es war notwendig, es in der Deutlichkeit festzustellen. Und ich glaube, das ist wichtig für die Debatte, ist zu bejahen und sich dem Thema anzunehmen und gegen Rechtsextremismus vorzugehen, ist wichtig. Es darf aber auch uns nicht den Blick dafür verstellen, dass es noch andere Gefährdungen gab. Und damals gab es auch andere Gefährdungen, auch von links. Die Republik wurde von mindestens diesen beiden Seiten in die Zange genommen. Und heute gibt es auch mehrere Gefährdungen. Und ich glaube, wichtig ist, dass man die nicht gegeneinander ausspielt und nicht eine benutzt, um die andere zu verharmlosen, sondern die Prinzipien des Rechtsstaates und der Demokratie gegen jede Gefährdung auch entschlossen verteidigt. Aber diese Vorstellung, dass Personen, die wir Sabo gerade schilderte, die dem Staat eigentlich nahestehen, dem alten Staat im Kaiserreich und vielleicht auch der Justiz, dass die gegen den neuen Staat sind, das war etwas, was wahrscheinlich unbedingt festgestellt werden musste, weil es eben nicht zu der üblichen Denke der Menschen passte, dass jetzt Personen, die sie eigentlich für staatstragend halten, den aktuellen Staat gefährden. Und wer loyal zu dieser Republik ist, der muss das wissen und dagegen vorgehen. Und darum, denke ich, ging es bei diesem Satz. Man muss natürlich auch den kulturellen, gesellschaftlichen Humus, hatten wir vorhin erwähnt, der Weimarer Zeit dann vergleichen mit dem gegenwärtigen. Also wenn man sich anschaut, wer die Attentäter waren, dann sind das zum einen, kommen die eben aus den Freikorps, zum anderen heißt es dann immer Student. Also die Universitäten, auch die Gymnasien sind in einem Maße rechts und eben rechtsextrem in Teilen, dass die heute sozusagen, wo wir uns in den Universitäten ja auch ein bisschen auskennen, so nicht gegeben ist, sage ich mal vorsichtig. Das ist schon eine ganz andere sozusagen Breite und Verwurzelung dieser Gefahr, die eben zu großen Teilen, aber nicht nur von rechts kam in der Weimarer Zeit. Und wir haben natürlich eine Linie politischer Gewalt, die zum Glück nicht gleichbleibend stark ist durchs deutsche 20. und frühe 21. Jahrhundert, aber die eben doch immer wieder aufscheint. Und wir haben in den 1970er Jahren dann vor allen Dingen sozusagen mit der RAF linken Terror. Wir haben aber auch da schon das Oktoberfestattentat, eben auch ein Rechtsterrorismus. Und gegenwärtig muss man sagen, die politischen Morde, die anders von der Strategie sind als das, was wir hier gerade von der Organisation Konsul gehört haben, kommen von rechts in den letzten Jahren. Also von daher gibt es da schon sozusagen Verbindungen, aber ich würde sagen, in dem Ausmaß, in der Verwurzelung dessen, womit wir es zu tun haben, kann man eben doch auch auf gewichtige Unterschiede verweisen. Das Zitat hieß, um Frau Teuteberg recht zu geben, das Zitat von Josef Wirth hieß nach meiner Erinnerung: Dieser Feind steht rechts, nicht der Feind, sondern dieser Feind. Und das ist wichtig, weil im Reichstag natürlich die Rechte den Satz sowieso nimmt, um jetzt plötzlich selbst wieder Muskeln zu kriegen. Wie wird hier über uns geredet? Und diese leichte Differenzierung spielt insoweit schon eine Rolle, genauso wie Radbruch, Gustav, wie Radbruchs Versuch, ein Republikschutzgesetz zu entwickeln, das sich nur gegen rechts richtet, das ist natürlich, streift die Grenzen des Rechtsstaats, weil es von der Strafverfolgung zur Gesinnungsverfolgung übergehen kann. Und das musste Radbruch dann tatsächlich auch einsehen. Ich wollte, um auf die Gegenwart zu kommen, auf einen Punkt hinweisen, der mich immer ein bisschen nachdenklich macht, weil er doch mehr Parallelen andeutet, als ich sonst in meinem Denken zuzugestehen bereit bin, weil ich genauso auch sage, wir haben eine ganz andere Mitte der Gesellschaft und ich finde diese Schnellanalogien, wie wir Historiker das immer finden, ganz problematisch. Aber in einem Punkt, der NSU wurde in seinen Taten ja lange Zeit nicht erkannt, und zwar von der Polizei, von den Ermittlungsbehörden. Die Opfer selbst wurden eigentlich vertätert in gewisser Weise. Und das
gibt eine Parallele in der Tat zum Rathenau-Mord. Denn es gab eine Figur, einen ziemlich dreckigen Doppelspitzel, der sich auf Wunsch einer sozialdemokratischen Zeitung in Kassel hat er sich eingeschlichen in die Organisation Konsul und hat mitbekommen, dass diese aktive Terrorzelle, deren Tun wir jetzt gerade ja besichtigen, dass die einen Anschlag auf Scheidemann planen. Und er meldet das. Er meldet das dann auch dem Regierungspräsidium und es wird nicht ganz ernst genommen. Nach dem Scheidemann-Attentat sieht man das anders und er sagt, nee, das ist noch gar nicht alles, die wollen gegen Rathenau vorgehen. Und tatsächlich ist das eine Bombe. Das geschieht eine Woche vor dem Rathenau-Attentat und der Zentralverein deutscher jüdischen Glaubens meldet das auch tatsächlich und Rathenau wird gewarnt durch Reichskanzler Wirth, aber das wird nicht so richtig substanziell, weil dieser Bursche ist sofort wieder verschwunden, der von beiden Seiten Geld nimmt, der sollte am Montag dann einvernommen und beeidigt werden, wie das so schön heißt, und der taucht nicht auf. Der hat sich versteckt, der wird nach dem Rathenau-Mord gefunden und sitzt nachher länger ein, als diejenigen, die er zu Recht angezeigt hatte. Was war der Grund? Am Freitag hatte der seine Aussage gemacht und war weg. Später kommt raus, dass die Staatsanwaltschaft in Kassel jedes Wochenende, Freitag um 17 Uhr, der Reichswehrdienststelle in Kassel meldet, was an wichtigen Vorgängen so ist. Das spielt für den Nachrichtendienst eine Rolle. Es durfte Deutschland ja keine Abwehr haben, aber es gab so einen Nachrichtendienst. Diesen Nachrichtendienst versorgte dann übrigens die Organisation Konsul. Und in direktem Gespräch mit den beiden Leitern dieser Nachrichtendienststelle, die übrigens im Kontext des Papenputsches, des sogenannten, dann erschossen werden. Und das bedeutet, dass Brüdigam in Kassel seine Vernehmungsstelle verlässt und 20 Minuten später wissen seine Freunde aus der OC, wo das undichte Loch ist. Der Mann hat sich gerettet, der hat sich irgendwo in die Straßenbahn geworfen und ist in ein Waldsanatorium abgehauen und wird dann gegriffen und vor Gericht macht er einen erbärmlichen Eindruck. Eben ein stellungsloser Gärtner, der von allen Seiten nimmt und trinkt und während die Angeklagten stehen disziplinär gut da, sind alle Oberleutnants der Reserve und dann der. Aber der hatte Recht gehabt. Allerdings, wie gesagt, er sitzt länger als die von ihm Bezichtigten. Und da sieht man dann doch eine gewisse kulturelle, sozialkulturelle Parallele, die man vielleicht noch weiter diskutieren muss. Ich schaue hier gerade schon mal auf das iPad, das man mir gegeben hat, weil da nämlich bereits die ersten Fragen eintreffen. Und ich kann Sie nur ermutigen, wenn Sie digital dabei sind, nutzen Sie das gerne. Schreiben Sie uns weitere Fragen, die wir nämlich hier gleich aufgreifen werden. Das gilt natürlich hier auch für den Raum, für Sie live, dass Sie sich mit Fragen beteiligen können. Aber ich würde diesen Gedanken erst noch mal gerne weiter aufnehmen. Es gibt ja dieses Diktum, das sich sehr in der Bonner Republik dann auch etabliert hatte, Bonn ist nicht Weimar. Mit vielen guten Begründungen. Und ich habe mich aber gerade angesichts dieser Entwicklung, gerade der Entwicklung des Rechtsterrors, gefragt, ob Berlin, die Berliner Republik vielleicht sogar eher dann doch wieder Züge dieser Phase der Weimarer Republik hatte, vielleicht allein deswegen, weil wir so etwas wie signifikanten rechtsradikalen Terror überhaupt erst wieder haben und da eben, anders als beim Terror der Roten Armee-Fraktion beispielsweise, diese Verbindungslinien sicherlich nicht in die Breite der Sicherheitsorgane, aber doch an einzelnen Stellen natürlich anders gegeben ist als bei linkem Terror. Frage an Sie, wie Sie das einschätzen. Ja, also das ist sicherlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich bin ja an einer der beiden Bundeswehruniversitäten und da ist es natürlich, das ist auch immer ja ein Thema. Also es ist natürlich ein Thema, ist jetzt die Bundeswehr, sind Soldatinnen und vor allem Soldaten vielleicht eher empfänglich für rechtsextremes Gedankengut und wenn ja, wenn sie tatsächlich empfänglicher sind, was folgt eigentlich daraus? Natürlich ist es dann problematisch und man vergleicht von Seiten der Bundeswehr immer, sagt man, der Vergleich sei schief, weil man ja berücksichtigen müsse, man müsse immer mit der adäquaten Bevölkerungsgruppe vergleichen, sprich mit jungen Männern zwischen 20 und 30 und dann würde man eigentlich gar nicht so große Unterschiede feststellen, aber natürlich zeichnet sich Bundeswehr schlicht und ergreifend durch Zugang zu Waffen aus und insofern ist das ein mäßig beruhigender Vergleich. Also diese Diskussion haben wir haben aber gleichzeitig auch eine große Aufmerksamkeit.
Also da würde ich sagen, das ist der große Unterschied. Jedes Vorkommnis ist extrem bedauerlich, sei es Bundeswehr, sei es Polizeibehörden, sei es Frankfurter Polizei, hessische Polizei. Aber ich würde schon auch sagen, jeder Fall provoziert natürlich dann auch eine öffentliche, eine mediale Aufmerksamkeit, an der es ja dann in der Weimarer Republik, und wir haben über das Thema Medien ja noch überhaupt nicht gesprochen, und ich würde nach meiner Wahrnehmung, haben die für die Weimarer Demokratie eine doch eher schädliche Rolle gespielt. Und auch da würde ich einen großen Unterschied sehen und sagen, dass wir zumindest das Glück haben, dass wir im Nachhinein Aufarbeitung haben, dass wir im Nachhinein die Aufarbeitung von NSU-Morden hatten, dass wir im Nachhinein die Aufarbeitung von politischen Attentaten hatten und die Frage, wer hat da eigentlich welche Fehler gemacht? Und das kann ich jetzt aus meiner bescheidenen politikwissenschaftlichen Kenntnis für die Weimarer Republik in der Form nicht feststellen. Ich glaube, man sollte nicht vorschnell sagen, es gibt überhaupt keine Parallelen. Also Dinge, wo man sagt, wir sehen möglicherweise Gefahren heraufziehen, die wir schon aus der Geschichte kennen. Also wir sind nicht in der Hyperinflation, aber wir haben zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder die Perspektive einer ausgeprägteren Inflation. Und jedes Mal, wenn die über einen bestimmten Level geht, ich habe das selber mal für Großbritannien der 1970er Jahre verfolgt, wo sie ja dann so um die 20% war zwischenzeitlich, also in den Höchstphasen, da kommt dann das Gespenst sozusagen von Weimar, auch bei den Briten aus der Kiste. Wie geht das eigentlich an die Fundamente einer Gesellschaft heran? Wir haben ein Parteienspektrum heute, was nicht mehr das Drei-Parteien-System der bundesrepublikanischen 60er und 70er Jahre ist, sondern das auf eine sehr rätselhafte Art und Weise, dass das Parteienspektrum eher der Weimarer Zeit widerspiegelt. Nicht? Also mit einer radikal-nationalistischen Rechten, die wir im Bundestag haben, mit, sage ich jetzt mal ungeschützt, zwei liberalen Parteien, einer linksliberalen und einer andersliberalen Partei. Parallel zur Weimar. Ich spitze natürlich völlig ungebührlich zu und überziehe und übertreibe, und das Zentrum ist auch nicht die CDU-CSU. Wir haben sozusagen eine Auffächerung des Parteienspektrums, ohne dass wir die Milieus der Weimarer Zeit haben, was ja ein gewisses Rätsel eigentlich darstellt. Ich würde nur, und da wollte ich jetzt dann noch einschwenken auf Ihre Bemerkung, Frau Mich, ich würde den Weg sozusagen der Bundeswehr und des Militärs eigentlich nicht runtergehen wollen. Sagen, da die Wertschätzung sozusagen des Militärischen in der Gesellschaft, jetzt wieder vorsichtig ausgedrückt, in der Frühphase der Weimarer Republik ist doch eine ganz andere als heute. Und die Frage, ob wir nicht hier es mit zwei unterschiedlichen Extremhaltungen zu tun haben, die taucht doch auf. Also da würde ich sozusagen eigentlich eher auch Unterschiede sehen. Mhm. Frau Teutelmann. Also ich denke, es gibt ein, finde ich, ganz interessantes Phänomen, wo es eine Parallele gibt, aber eher so in den Debatten im Geistigen, nämlich dass der Begriff der Demokratie damals und heute auf eine andere Art wieder unklarer wird und missbraucht wird von beiden politischen Rändern. Und was beidem gemein ist, ist, dass es gegen die parlamentarische Demokratie in irgendeiner Form geht, dass man meint, irgendwie die wahre Demokratie anders definieren zu müssen, mit mehr direkter Demokratie oder autoritärer, mit irgendeinem vermeintlichen oder tatsächlichen Mehrheitsvolkswillen, aber eine Geringschätzung der repräsentativen parlamentarischen Demokratie hat von verschiedenen Seiten. Das, finde ich, ist durchaus eine Parallele, mit der sich es auch zu beschäftigen lohnt. Auch heute sind viele Dinge, die unter dem Label mehr Demokratie laufen, da kann man zustimmen, wie man will, aber laufen auf eine Einschränkung der Bedeutung des Parlaments hinaus. Und da gibt es gelegentlich auch Politiker, die das auch das, betreiben. Genau. Und ob das gut ist, da kann man mit Fug und Recht auch Zweifel haben. Ich mache mal nur eine kurze Bemerkung zu dem Thema zwei liberale Parteien. Auch der Begriff der Freiheit wird zuweilen da neuerdings ganz seltsam verwendet, also das Verbote Freiheit sein. Deshalb würde ich diese Einordnung nicht unterschreiben, dass die zweite Partei auch eine liberale sei. Die hat ihre Berechtigung, aber eine ganz andere Programmatik. Der große Unterschied ist aber zum einen, Professor Geppert hat es gerade angedeutet mit dem Thema Inflation oder Unsicherheit, die Weimarer Republik hatte unheimlich große Hypotheken und ganz schwierige Bedingungen, unter denen sie startete, mit der Kriegsniederlage, den ökonomischen Folgen, aber auch sozusagen mental der Schmach der Niederlage und dem, was das bedeutete, den Reparationen. Die Bundesrepublik, wo ganz bestimmt auch längst nicht alle gleich das so wunderbare Grundgesetz inhaliert hatten in seinen Werten, hat erstmal über Jahrzehnte
letztendlich eine tolle Aufstiegsgeschichte erlebt. Auch mit Schwierigkeiten, aber trotzdem mit einer sehr stabilen Perspektive und mit ständiger, kontinuierlicher Verbesserung des Lebensstandards. Und jetzt haben wir wieder eine Situation, in der zumindest auf andere Art, auf anderem Niveau des Lebensstandards, aber trotzdem vieles wieder unsicherer und schwieriger ist. Und das ist wieder auf eine gewisse Art eine Parallele. Und das bringt ja dann auch die Volksparteien jetzt unter Druck. Also ich meine, das Erfolgsrezept bundesdeutscher Volksparteien, der beiden bundesdeutschen Volksparteien, war immer das Wohlstandsversprechen, das immer größer, immer besser, immer bunter, immer mehr. Und das ist jetzt zumindest durchaus schon nicht erst seit einem Jahr oder seit einem halben Jahr, das ist schon seit einigen Jahren, gerät es unter Druck. Und auch deshalb verändert sich ja auch das Parteiensystem, nicht nur deshalb, aber auch deshalb. Nun kommt noch eine Komponente hinzu in der bundesdeutschen Geschichte, die wir jetzt gerade nicht angesprochen haben. Das ist das, was wir etwas euphemistisch die Fundamentalliberalisierung nennen. Denn der D-Mark-Patriotismus, wie das Jürgen Habermas genannt hatte, der galt natürlich schon für die Zeit des Wirtschaftswunders. Die Integration aber der 68er-Generation, wenn ich es mal etwas pauschalierend sagen kann, geschieht ja nicht über das Wohlstandsverbrechen. Ups. Wir gehen noch mal 5 Sekunden zurück und wir glauben auch nicht an Freud, nicht? Also das Wohlstandsversprechen. Beim Radio sagen wir an der Stelle, bitte schneiden. Ja, genau, und zwar sofort. Es ist nicht nur allein das Wohlstandsversprechen, sondern es ist eben auch eine Integration über das, was wir heute nicht die wehrhafte, sondern auch die wertebasierte Demokratie nennen. Ich würde noch mal gerne zurückgehen und meine Unterschiede ergeben sich zu der damaligen Zeit natürlich in starkem Maße nicht nur über die Täterprofile, das haben wir schon diskutiert, auch über die Opferstruktur. Die gegenwärtig Angegriffenen sind die Wehrlosen in der Gesellschaft in starkem Maße, zum Teil auch unbestimmte Menschenmengen durch den Terror. Ich brauche ja nur mal auch alleine in Berlin zu schauen. Damals waren es tatsächlich die höchsten Repräsentanten, die man traf und zu treffen suchte. Während in unserer Zeit es eher, wenn 2 Etagen tiefer ist, Kommunalpolitiker. Kommunalpolitiker sind in besonderer Weise bedroht, geschmäht, verachtet und auch tatsächlich auf dem Rückzug. Dann haben wir heute, das hatten Sie ja gerade und auch Sie, Frau Mönch, gesagt, diese mediale Gleichgestimmtheit, dass wir sagen heute oft, dass die sozialen Medien uns in Blasen zwingen. Mein Gott, wer in der Weimarer Republik Zeitung las, der war in der Blase, weil nicht eine einzige Zeitung das auch nur einen ähnlichen Standpunkt hatte wie die andere. Man konnte in Berlin ein Dutzend Tageszeitungen lesen und man war weltanschaulich in völlig unterschiedlichen Welten eigentlich. Und das Dritte oder Vierte, was uns heute eint, das ist doch schon ein gewisser Konsensrahmen, nicht unbedingt des Gedachten, aber des Gesagten und des Sagbaren. Und dass wir bis zu einem Viertel der Gesellschaft in gewisser Weise, was die Demokratie angeht, abschreiben müssen, ist ein europäisches Phänomen. Man kann manchmal sogar sagen, dass die Aggressivität des Rechtspopulismus Ausdruck unserer Stärke ist und gar nicht unbedingt unserer Schwäche, weil sie ja über das Dagegen nicht hinauskommt, weil es keine, anders als zur Weimarer Zeit, gibt es keine Heilsversprechen. Es gibt auch keine Bedingungen für charismatische Führung. Selbst wenn ich diese ständigen Häutungen dieser Rechtspartei, deren Name mir gerade nicht einfallen will, sehe, das hat mit charismatischer oder Charismatisierung, das ist ja immer eine Zuschreibung, relativ wenig zu tun und lässt mich dann trotz der Dramatik der Taten, über die wir auch zu sprechen haben, und die nicht nur heute sind, das beginnt mit Wehrsportgruppen. Wenn ich an meine Studienzeit erinnere, in Marburg, die Angst vor der Wehrsportgruppe Hoffmann, die in der Lage waren, mit 3 Mann und 2 Eisenketten eine ganze Vollversammlung zu sprengen, und zwar so, dass man um sein Leben rannte. Das ist etwas, was es nicht erst seit den 1990er Jahren gibt, aber in den 1990er Jahren hatten wir das Baseballschlägerjahrzehnt in Ostdeutschland, so wie wir das nennen. Das sind schon gewaltige Bedrohungen, aber nicht des Fundamentes der gesellschaftlichen Kultur. Das ist vielleicht das, was mir am wichtigsten eigentlich erscheint. Und das hat auch, wenn ich das noch sagen kann, mit dem kardinalen Unterschied zu tun, dass Weimar letztlich eine bellizistische Gesellschaft ist, wie das Rüdiger Bergin genannt hat. Eine hochmilitarisierte Gesellschaft, die von diesem Glauben auch an die Kraft der Gewalt, der Entschiedenheit, nicht der Differenzierung, wie wir das heute sehen, wenn ich im Seminar einschlafe und dann aufwache und sage dann zum Referenten, das müssen Sie aber mal ein bisschen differenzierter sehen, dann habe ich immer recht. In der Weimarer Zeit ist genau der Gegensatz. Die Tat, die Fähigkeit, mit 3 Worten eine Botschaft zu senden und am besten nach hinterher zu schießen, eine völlig andere kulturelle Grundstimmung. Und das scheint mir wichtig zu sein.
Also das war ja was auch Rathenau geprägt hat, also diese Begeisterung sozusagen für so einen ja, als auch deutsch empfundenen Tatmenschen, der nicht diskutiert und so, sondern der entschlossen vorangeht und was tut. Das ist ja nichts Schlechtes per se, aber es wird in so einen Gegensatz gesetzt zur Demokratie und zur westlichen Zivilisation und wo es irgendwie so mehrere relativ gleichberechtigte Meinungen geben kann und wo man Kompromisse findet. Also es wird auch in so einen Gegensatz gesetzt. Und am Anfang war das ja sehr viel verbreiteter, überhaupt so eine Fremdheit mit Politik und Demokratie. Ich erinnere mal an Thomas Mann, der hat in seinen Betrachtung eines Unpolitischen fast wörtlich gesagt, ich will nicht Politik, ich will Ordnung, Anstand, Sachlichkeit und so. Das galt als natürlicher Gegensatz. Und das hat er auch erst im Angesicht der Katastrophe später revidiert, diese Ansichten. Aber sozusagen zu sagen, Politik ist an sich was Sinnvolles, was Gutes, auch wenn sie mit Streit verbunden ist und es braucht Parteien und Politiker, die das irgendwie friedlich austragen, die Meinungsunterschiede in der Gesellschaft und zu Kompromissen bringen und zu einer parlamentarisch getragenen Regierung, das war eben nicht Allgemeingut und zwar auch nicht in den kulturellen Eliten. Ja. Man muss sagen, es ist ja auch wirklich ein Mittelweg, den man da gehen muss. Es gibt ja zwei Gefährdungen der Demokratie. Die eine Gefährdung ist, dass sozusagen der Konsens überhand nimmt, dass man sozusagen überhaupt keinen Streit mehr hat innerhalb sozusagen eines Rahmens von Verfahrensweisen, auf die man sich einigt. Und es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir genau über das geklagt haben hier bei uns im Lande. Und ich glaube nicht ganz zu Unrecht, dass sozusagen die Unterscheidbarkeit von politischen Positionen, die Auswahl bei Wahlen sozusagen vermindert erschien. Und die andere Gefährdung ist natürlich das Gegenteil dessen, was wir in Amerika sehen oder auch in Ungarn, um nur zwei Beispiele zu nehmen, dass man sich nicht mal mehr auf die Verfahrensweisen einigt, dass nicht mal mehr klar ist, wenn jemand die Wahl verloren hat, dass er das akzeptiert und die Wahl auch, die Regeln werden nicht mehr akzeptiert. Ich würde übrigens auch behaupten, diese Neigung, Streit zu sehr als was Negatives zu sehen, die ist bis heute da. Die ist nicht mehr graduell so stark wie damals, aber die ist immer noch da. Also ich kann mich noch gut erinnern, bevor bestimmte große Themen wie Eurokrise und Migration kamen, gab es viele in Deutschland, die das ganz toll fanden, wie Kanzlerin Merkel und auch vorher Schröder mit der Basta-Politik als Kanzler sozusagen bloß nicht mehr zu viel Debatte oder zu viel Erkennbarkeit verschiedener Richtungen und Parteien. Also dass das auch sehr beliebt war, lange Zeit. Und ich glaube, es gehört dazu, beides zu können, die Unterscheidbarkeit und den Meinungsunterschied auch auszuhalten und nicht persönlich zu nehmen und andererseits zu wissen, welcher Konsens ist notwendig und wie viel Kompromissbereitschaft. Das ist eine ganz schwierige Balance. Ich merke, ob dieser Beobachtung haben wir eine Menge Konsens. Ja, aber gleichzeitig, Dissens, super. Aber gleichzeitig haben wir natürlich eine ganz starke Output-Orientierung, nennen das die Soziologen gerade in der deutschen Gesellschaft. Also man will, man will, dass Politik nicht nur Versprechen macht. Ich halte es falsch, wenn man immer diesen Ausdruck, Politik soll etwas liefern, das finde ich nicht angemessen, den Ausdruck, aber die Erwartung von mehr als Konsens, sondern tatsächlich auch Umsetzung, die wird größer. Und die Enttäuschung darüber, dass das weniger stattfindet in den Augen eines größeren Teils der Bevölkerung, die wird auch größer. Und das ist eine schwierige, meines Erachtens eine schwierige Kluft, die auch unserer freiheitlichen Demokratie meines Erachtens nicht gut tut. Das wird den Politikern angelastet, das wird der Europäischen Union angelastet und wir leben in einer Zeit, wo die Krisen in einer Taktung auf uns alle eintreffen, da ist die Wahrnehmung, dass der Staat, die Politik, der Föderalismus dem nicht mehr gerecht wird, das wird in immer größeren Teilen der Bevölkerung offen zum Ausdruck gebracht, dieses Unbehagen. Da finden Sie ganz, ganz viel Kopfnicken dafür. Und das ist meines Erachtens etwas, was uns schon bekümmern muss, dass diese Diskrepanz wahrgenommen wird und dass es bei aller Notwendigkeit dann eben klar zu resonieren, sich auszutauschen, in europäischen Kontexten zu verhandeln, dass da die Diskrepanz zu den Versprechungen mit jeder größeren dazukommenden Krise immer größer wahrgenommen wird und wir gleichzeitig also diese Output-Orientierung haben und die Leute wollen aber gleichzeitig auch noch beteiligt werden. Also die Aufgabe an die Politik ist schon auch immens. Aber die Zufriedenheit ist
überschaubar. Da sind wir bei einigen Punkten, die auch hier bei den Fragen, die ich hier schon habe, möglicherweise auch bei Ihren Fragen auftauchen werden. Was Sie ja auch schon angesprochen haben, dass die Weimarer Republik ja auch in der Tat ein Output-Problem hatte. Sie haben die Hyperinflation kurz danach angesprochen. Also ein politisches System, das eben nicht in dem Sinne geliefert hat, wie Menschen sich das gewünscht haben, im Gegensatz zu einer Bonner und dann Berliner Republik, die eben sehr gut liefern konnte bis dato. Frage, die hier gleich auftaucht, ist, inwieweit das auch weiterhin gilt. Ich will aber einen Aspekt noch mal kurz aufgreifen, über den wir noch gar nicht gesprochen oder vielleicht nur ganz wenig am Rande. Der Satz, der mit diesem politischen Mord verbunden ist, der Propagandasatz, ist ja der sich, glaube ich, vielen Schulkindern auch eingebrannt hat. Schlag tot den Walter Rathenau, die gottverdammte Judensau. Als eben auch ganz klar antisemitische Begründung für diesen politischen Mord. Jetzt wünschte ich, und ich glaube, wir wünschen da alle, dass das eine Kontinuität ist, die sich nicht fortgesetzt hat. Aber leider fürchte ich, ist das nicht der Fall. Wie stark war diese Motivation, diese antisemitische Motivation, Herr Sabro, würden Sie sagen, bei diesem Anschlag, diesem Mordanschlag auf Rathenau? Ich würde zwei Schichten unterscheiden. Die unmittelbaren handelnden Figuren, die Exekutoren, die Helfershelfer, waren sämtlich antisemitisch getönt, aber nicht in dem Sinne fanatisiert, dass sie nicht in der eigenen Zeitung der Brigade Ehrhardt auch durchaus anerkennende Worte über den Rapallo-Vertrag und auch über Rathenau hätten lesen können. Das ist ein bisschen uneinheitlich. Der Mordplan richtete sich nicht auf die Ausschaltung von Juden, sondern auf die Ausschaltung oder die offene Tötung der politischen Prominenz, um einen Bürgerkrieg zu erzeugen. Scheidemann ist kein Jude, Erzberger ist kein Jude, Ebert und Wirth, die allerdings im Planungsstadium der eigenen Ermordung waren, auch nicht. Trotzdem half der Antisemitismus vielen, die gleichsam überredet werden mussten, mitzumachen. Also wie etwa Ernst von der Techo, der Chauffeur, das half schon. Und Ernst von Salomon kaschiert das ein wenig im Fragebogen, aber er bringt immerhin den Satz, dass Rathenau, das wollte er jetzt nochmal sagen, nicht umgebracht wurde, weil er Jude war, und er lässt seinen Mitverschwörer Hartmut Plaß, der am 20. Juli 1944 von der Gestapo umgebracht wird, dass sein Mitverschwörer Hartmut Plaß sagte, nein, er wurde umgebracht, obwohl er Jude war. Das ist eine Paradoxie, die typisch für das Anekdotenschrifttum von Ernst von Salomon ist, aber es ist ein Granum Salis dabei. Es ist also hier der Rathenau-Mord in der Gesamtplanung nicht antisemitisch begründet, wohl aber in den Tatmotiven, in der Mitmachbereitschaft und in der Rezeption durchaus. Die Akten des politischen Archivs des Auswärtigen Amtes haben für Rathenau in seiner fünfmonatigen Amtszeit als Außenminister, ich glaube, zwei große Aktenordner von Schmähungen, antisemitischen Schmähungen, die auf Rathenau niedergingen. Auf Erzberger gingen andere Schmähungen nieder. Also natürlich, Mark Jones hat in seinem jüngsten Buch 1923 behauptet, das sei unter anderem gewesen, weil man Erzberger für einen verkappten Juden namens Herzberger gehalten habe. Das ist eigentlich, glaube ich, eher abseitig. Es ist das Konglomerat einer Verschwörungsmythologie, die immer mit dem Wort Theorie seltsamerweise belegt wird, die verschiedene Momente zusammenführt und das Ganze dann in den Fahnen der Republik auch wiederfindet, die Ludendorff dann immer so gerne doziert, nicht? Schwarz, Rot, Gold, Gold für die jüdische Internationale, Schwarz für die klerikale Internationale und Rot für die linke Internationale. Das sei die Republik, die haben sich schon die richtigen Symbole gegeben, nämlich ihre eigenen Feindlichkeit. So amalgamiert sich das und dann ist der Antisemitismus, der für uns so zentral ist, weil er zum Zivilisationsbruch führt, der ist im antirepublikanischen Denken der Zeit nur eine Facette und man konnte Rathenau versuchen umzubringen mithilfe dieses fürchterlichen Satzes oder aber auch aus ganz anderen Motiven. Ich meine, wir sollten vielleicht nochmal zurück zur Frage von Diskussion und Debatte kommen. Aus der wissenschaftlichen Perspektive habe ich es als sehr wohltuend erlebt, dass wir die ideologischen Gegensätze der 90er Jahre eigentlich weitgehend aufgebrochen haben. Denn ich diskutiere sehr gerne, aber ich debattiere eigentlich nicht so gerne, weil wenn man miteinander ins Gespräch kommt, dann muss die Chance auf eine Meinungsübereinkunft eigentlich da sein, damit es Spaß macht. Ansonsten ist es Schlagabtausch. Und insoweit fühle ich mich in diesem postideologischen Zeitalter, wo es mir eigentlich egal ist, ob man FDP, Grüne oder SPD oder wie CDU, ne? CDU ist, das ist mir eigentlich heute ganz egal. Aber ich sehe auch die Nachteile. Und einen Nachteil haben wir eben genannt, das ist die Verwandlung von Politik in einen
beanspruchten Lieferbetrieb. Das wäre im ideologischen Zeitalter nicht denkbar gewesen, weil einer von uns dann aufgestanden wäre und hätte ein kleines Werbeplakat mitgehabt, doch mal bei den Sozialdemokraten mitzumachen. Jetzt sitzen wir da und sagen, mach doch mal. Und wenn gemacht wird, ist das nächste die Elitenkritik. Woher haben Sie Ihre Privilegien, dass Sie mit dem Hubschrauber da nach Flensburg fliegen? Das ist ein Produkt dieses postideologischen Zeitalters, in dem ich mich ansonsten aber, oder im Rahmen dieser Konsenskultur, ich fühle mich da schon ganz wohl. Das hat auch was mit Vergangenheitsaufarbeitung zu tun. Die war erst möglich, als mit Beginn der 80er Jahre in dieser Weise nicht mehr sortiert wurde, in welche Kategorie der Zeitzeuge eigentlich gehört und welchem Lager welches Opfer angehört hat. In der DDR war das ganz anders, wie wir wissen. Dort wurden unter anderem auch enteignete Juden nicht wieder restituiert, weil der Klassenkampfgedanke da drüber stand. Und die Aufarbeitung setzt eigentlich voraus, dass wir jedem Zeugnis eines Leidens zuhören und nicht unterscheiden den christlichen, den proletarischen und den kommunistischen Widerstand. Auch nicht mehr danach fragen, wie noch Rainer Barzel, ob man dann wirklich im Reichstag die Namen der ermordeten kommunistischen Abgeordneten anbringen dürfe. Das waren ja schließlich Kommunisten. So wurde ja auch in der Ausgleichspolitik gegenüber den Opfern früher verfahren auf beiden Seiten, in beiden Seiten Deutschlands. Und insoweit wollte ich nochmal eine Lanze brechen für eine gemilderte Form der Konsensdemokratie, die uns von dem unterscheidet, was Schumacher und Adenauer etwa gegeneinander. Die aber dann von vielen ja auch wieder diffamiert wird als sogenannter Mainstream. Ja. Also das ist dann Gott sei Dank nur eine Minderheit, der nicht Mainstream, aber das ist dann ja schon auch populär. Aber dann nehme ich mal eine erste Frage, weil Sie sagen, diese Anforderung, es muss geliefert werden, inwieweit wir Lieferschwierigkeiten der Demokratie gerade erleben. Wir erleben sie überall, Lieferschwierigkeiten gerade, aber vielleicht eben auch in der Gesamtheit. Und dazu passt eine Frage, die Michael Mosuch uns mitgegeben hat, hier digital, an Frau Teuteberg, aber ich glaube, sie gilt eigentlich auch für Sie alle. Sehen Sie eine Gefahr angesichts der aktuellen weltpolitischen Entwicklung, Inflation, Ukraine, dass die politische Extreme in Deutschland vermehrt Fake News und Desinformation nutzen wird, um ihren Einfluss zu stärken? Also die Gefahr ist ganz klar da. Es ist eigentlich auch schon seit Jahren zu beobachten, dass Desinformation stattfindet, aus verschiedenen Bereichen, insbesondere aus Russland erkennbar. Umso wichtiger ist auch eine gute Diskussionskultur. Und gleichzeitig finde ich wichtig, auch das hat mit dem Verständnis von Demokratie zu tun, zu unterscheiden. Es ist ganz wichtig, dass wir uns über bestimmte Tatsachen einig sind, von denen man ausgeht bei der politischen Diskussion, um dann über verschiedene Lösungsvorschläge, die verschiedene Parteien unterschiedlich haben können, zu sprechen. Aber andererseits auch ein bisschen Verständnis dafür zu wecken, wenn ich jetzt an die Corona-Zeit und anderes denke und die Debatten da, dass natürlich die Feststellung von Tatsachen der Anfang und nicht das Ende von Politik ist, sondern das ist der Ausgangspunkt, dass ich ein paar Dinge, die nachweisbar sind, ernst nehme und davon ausgehe, was ich dann jetzt politisch fordere. Aber die politische Wertung, welche Maßnahmen ich davon ableite und wie ich Dinge bewerte, die ersetzt es eben nicht. Das ist nämlich auch nicht sehr demokratisch zu sagen, es gäbe dann die Wissenschaft oder die eine Erkenntnis und daraus kann sich zwingend politisch nur eine Sache ergeben. Das ist schon der Demokratie zuwider. Also Demokratie beruht auf der Grundannahme, da habe ich oft den Eindruck, dass vielen nicht so hinreichend bewusst, dass wir anerkannt haben, unausgesprochen, dass verschiedene Menschen, die gleichermaßen guten Willens und Vernunft begabt sind, auf dieselbe Realität schauen und zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Wenn ich das nicht anerkenne, dann erkenne ich eigentlich gar nicht an, dass es sowas wie friedlichen Wettbewerb verschiedener Parteien und politischer Meinungen gibt. Weil sonst müssten ja alle vernunftbegabten Menschen derselben Meinung sein und es gäbe nur eine Partei und die wüsste immer, was richtig ist. Also es liegt darin schon immanent im Gedanken der Demokratie, dass man auch ohne Leugnung von Tatsachen zu unterschiedlichen Schlüssen kommt. Und das, finde ich, wird oft vermischt in aktuellen Debatten. Einerseits der Respekt vor tatsächlich wissenschaftlicher Erkenntnis, da wo sie eindeutig ist, aber andererseits auch der Mut sozusagen zur Weltanschauung, zur Wertepräferenz, die Politik zugrunde legt, die auch offen zu legen. Und da kann ich bei denselben Daten zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Da sind wir noch bei der Frage der Debatte, ne? Aber ich meine jetzt wirklich Output in dem Sinne, wie Sie es angesprochen haben, von Politik, Problemlösung bei Corona. Gab es unterschiedliche Perspektiven, aber irgendwann ein gemeinsames Bedürfnis, macht doch bitte eine Politik, die funktioniert, sage ich jetzt mal ganz schwammig. Wir könnten andere Beispiele nehmen, die Digitalisierung, ja, wo es sozusagen sogar gar nicht so großen Parteienstreit darüber gibt, was man will, aber die Leute sehen, das Ergebnis ist nicht da. Das sind jetzt vielleicht
Dinge, die wir so ganz gut mitgeschleppt haben. Aber Sie haben es ja schon angesprochen, mit Blick auf das, was Sie auch in Großbritannien in den 70er Jahren beobachtet haben, Frage der Inflation, dergleichen. Gibt es irgendwo den Punkt, wo genau das demokratiegefährdend wird, dass wir eine wunderbare Debatte möglicherweise haben, aber zu wenig politische Ergebnisse? Na, ich glaube, das ist dann schon eine Frage, die an das, an die Flexibilität, die Erneuerungsfähigkeit eines politischen Systems zu richten ist. Bringt sie auch in den Situationen dann genug Führungskraft hervor, um Entscheidungen herbeizuführen, sei es auch, dass sie knapp und strittig sind, die aber dann, das haben wir ja in der Geschichte der Bundesrepublik zur Genüge gehabt, dass die wichtigen Entscheidungen eigentlich nicht im Konsens, im Breiten getroffen worden sind. Wenn ich an die Westbindung denke, wenn ich an die Ostpolitik denke, das war hochstrittig, das waren knappe Entscheidungen, auch Nachrüstung, NATO-Doppelbeschluss. Und sie wurden durch Entscheidungen befriedet. Und man kann auch im Nachhinein möglicherweise sagen, das eine oder andere passt mir nicht und war falsch. Aber es ist jedenfalls ein politisches System, was sich als, und sage jetzt als Historiker, beziehe ich mich auf das, was hinter uns liegt, funktioniert hat im Sinne dessen, dass es Entscheidungen und Lösungen herbeigeführt hat. Das Problem ist sozusagen der Aufstau von Problemen, die nicht gelöst werden, die mitgeschleppt werden und die sich kumulieren. Und nun kann man sagen, vielleicht sind es auch die äußeren Umstände, die Häufung von Krisen, die Sie angesprochen haben, aber vielleicht ist es auch die Frage, in welcher Weise Probleme zu politischen Lösungen zugeführt werden können. Und wir haben natürlich dann die Möglichkeit, das zu skandalisieren, diese angebliche oder tatsächliche Diskrepanz zwischen Ankündigungen, zwischen Versprechen und zwischen tatsächlicher Umsetzung. Und wir haben natürlich etwas, was ja die Jetztzeit ganz dramatisch unterscheidet von früheren Zeiten. Wir haben also erstens eine viel größere Transparenz und Vergleichbarkeit. Also nicht nur die Welt sieht, wie der Westen lebt, der Westen, unsere Gesellschaft sieht natürlich auch, wie funktioniert Politik woanders. Und es gibt Menschen, die finden offenbar, das ist erfreulicherweise eine Minderheit, aber trotzdem, die Wahrnehmung, dass es doch nicht an einer rechtsstaatlichen Demokratie hänge, sondern dass es doch vor allem darum ankäme, Wohlstand zu schaffen, den Menschen Sicherheit zu geben, sie vor sich hin wirtschaften zu lassen und dass man dazu nicht unbedingt eine freiheitliche Demokratie brauche. Also insofern diese größere Transparenz und Vergleichbarkeit, die Sichtbarkeit anderer Modelle, man kann das unter Wettbewerbsgesichtspunkten sagen, kann man sagen, das tut uns gut, dass wir das sehen, aber das tut vor allem dann gut, wenn wir im Grunde unserer eigenen Leistungsfähigkeit bewusst sind. Und das sehe ich in der Form nicht mehr. Also insofern würde ich schon sagen, ja, diese Krisen können Demokratie gefährden. Möglicherweise ist es ja doch auch der Weg, Herr Sabro, aus dem postideologischen Zeitalter hinaus, insofern, als wir seit einiger Zeit doch verstärkt den Eindruck haben, dass wir es mit Systemalternativen zu tun haben. Ja. Also sprich Autoritarismus, Diktatur, im chinesischen Fall eine, die bislang auch noch halbwegs geliefert hat im Sinne von Wohlstandsversprechen, die eingelöst. Ob das immer weiter so geht, ist glaube ich, eine große Frage. Aber wir haben doch, glaube ich, den Eindruck, der Eindruck, dass wir in einer großen Konvergenz begriffen sind, der hat nachgelassen, um es wiederum sehr vorsichtig auszudrücken. Und von daher hängt das vielleicht doch auch sozusagen damit zusammen, dass wir auf dem Weg hinaus sind aus dem postideologischen, ich will nicht sagen anything goes, das ist zu gemein, aber der Wertschätzung sozusagen des sehr breiten Konsenses, der eigentlich nicht fundamental angegriffen wird. Und ja, Punkt. Sie machen einen Punkt, ich mache einen kleinen Zwischenpunkt. Das Mikrofon wandert hier schon rum. Ich habe hier noch zwei interessante Fragen, unter anderem zu Rapallo. Nur schon mal als kleine Ankündigung, aber Sie sind auch gleich dran. Geben Sie mal bitte gerne ein Signal, wenn Sie was sagen oder fragen wollen. Dann wird es geliefert. Wir haben hier eine Wortmeldung hier vorne und dort eine. Aber Sie sind erstmal sozusagen mit dem Zwischenkommentar dran. Ja, es lockt mich wieder, den Stachel zu löcken. Ich habe das Gefühl, dass unsere Diskussion bis in den Begriffshaushalt schon viel weiter weg ist vom postideologischen Zeitalter. Ich sehe uns im postpolitischen Zeitalter. Ist Ihnen aufgefallen, dass wir gar nicht mehr von Zielen reden und Programmen, wir reden von Problemen?
Das Wort Problem verwenden wir die ganze Zeit, das Wort Lösung. Das ist typisch für Verwaltungshandeln. Verwaltungen haben sich um Probleme zu kümmern und die müssen gelöst werden und dann hat geliefert zu werden. Früher hätte man hier gestanden und hat gesagt, der Klassenkampf ist noch nicht zu Ende. Wenn die Befreiung der Arbeiterklasse nicht stattfindet, brauchen wir hier mit euch überhaupt nicht mehr zu reden. Oder man hätte eine andere Zielformulierung bringen können. Vom Bauernkrieg angefangen, unsere Enkel fechten es besser aus. Aber man hätte von Zielen her argumentiert. Das tun wir eigentlich nicht mehr. Wir diskutieren tatsächlich eher vom Problembegriff. Und das hat etwas, was in die traditionelle Fassung des Politikbegriffs, ohne jetzt auf Karl Schmidt zu kommen, eigentlich gar nicht mehr so richtig hineinpasst. Und ich weiß nicht, ob diese Entwicklung umkehrbar ist. Und habe den Eindruck, dass sich die Kritik am politischen Handeln, wenn wir jetzt mal die Wahlen in der Nationalversammlung in Frankreich uns anschauen, immer mehr dazu führen, dass immer mehr Menschen Politik als eine Veranstaltung begreifen, die mit ihnen gar nichts mehr zu tun hat. Irgendwie läuft der Laden oder er läuft nicht, er wird sowieso nie besser laufen, aber es gibt nicht mehr diese Bindungskraft von politischen Milieus etwa. Das merken wir am Verschleiß von politischen Kandidaten. Wenn die selbst wiederum nicht liefern, was sie demoskopisch zu liefern haben, dann sind die weg. Wenn ich mir überlege, wie eine Figur wie Churchill immer wieder aufgestanden ist und zurückgekommen ist, das wäre heute überhaupt nicht mehr denkbar. Heute ist der Verschleiß der Sharpings dieser Welt ganz, ganz schnell. Der sich recht lange gehalten hat im Vergleich zu manchen anderen. War ein bunter Radfahrer, oder? Gut, okay, noch aber gut, vergleichsweise aber, schon. Das stimmt, aber Sie wissen, was ich meine und ich glaube, wir kommen aus dieser eigenen Denkwelt, die im Grunde selbst schon postpolitisch ist, gar nicht mehr raus. Und wir werden nachher diese Diskussion auch nicht auswerten in unseren politischen Milieus und sagen, wo wir beim nächsten Mal den Punkt besser machen, sondern wir werden mit dem Gefühl rausgehen, dass wir uns zugehört haben und dass man auch ein bisschen voneinander lernt. Das hätten sich Wehner und andere damals so nicht sagen lassen. Also noch ist der Abend nicht vorbei. Das ist jetzt als Fortschritt, aber, oder? Als Zustand. Okay, jetzt ist aber ich lebe in diesem Zustand. Herr Sabo, jetzt ist schlecht. Quasi das Erfolg dieser Veranstaltung dran, nämlich mit einer Frage. Ja, Klaus Fritz, also ich wollte noch mal auf die Linke in der Bundesrepublik kommen und die Abgrenzung dazu. Da scheint es mir nicht so richtig hingegangen zu sein gerade. Ne? Also wir hatten ja in den 70er, 80er Jahren eine ganz stark ausgeprägte Linksextreme, die RAF, und die war ja wohl staatlich unterstützt, nämlich von der Stasi und dann auch aus Moskau. Das gleitet jetzt meiner Meinung nach so ein bisschen über in den Staatsterrorismus, der sich da abzeichnet. Einerseits und andererseits haben wir jetzt so eine Linke, die das Fahrrad über die Errungenschaften des Autos und der Hochmoderne stellt. Also das sehen wir jetzt hier in Berlin. Ne? Da sind so Kämpfe unterwegs, die da mit der Verquickung aufnehmen. Wie kann man das behandeln, einordnen? Ist das überhaupt absehbar? Vielen Dank. Ich würde sagen, wir nehmen das gerade mal auf und nehmen gleich noch eine zweite Wortmeldung mit. Kleinen Blick auf die Uhr. Ja, die Diskussion ist ja gegen Ende in der Demokratie von heute angekommen. Aber das Oberthema heißt Gefahren für die Demokratie. Und frage mich, können wir zum Beispiel, was wir am Wochenende in Riesa gesehen haben, so voll negieren, was da mit der AfD los ist? Können wir darauf vertrauen, dass sie sich selbst zerlegt? Oder gibt es da einen Kern weit über die dort vorhandenen Politiker im Osten, einen Unzufriedenen, angefangen von Pegida eben bis hin zur AfD, die unsere Demokratie noch zu schaffen machen werden. Ja, vielen Dank, das passt auch zu einer Frage, die wir bekommen haben von Winfried Bergmann, digital, der nämlich genau diese Frage gestellt hat. Und das würde ich erstmal dann nochmal zu Ihnen zurückgeben, gerne auch mit dem anderen Kommentar. Wie sollten sich Ihrer Meinung nach hinsichtlich der Erfahrung der Weimarer Republik die demokratischen Parteien heute mit der AfD auseinandersetzen, auch mit dem Verweis auf das, was wir gerade jetzt beim Parteitag der AfD gesehen haben? Also gibt es da Lehren, Verbindungslinien? Ich meine, Frau Teuteberg hat es ja vorhin höflich angedeutet, mit dem Begriff Extremismen aller Art sind sozusagen abzulehnen. Ich glaube, damit sind wir aus meiner Sicht in der Geschichte der Bundesrepublik sehr gut gefahren. Man muss das nicht mehr mit dem Antitotalitarismusbegriff aufladen, aber dass man sagt, Extremismen von rechts und links oder von wo sie kommen, werden nicht sozusagen sind nicht koalitionsfähig oder da muss man eine klare Linie ziehen. Die interessante und wichtige Frage ist immer, wo genau die Linie zu ziehen ist. Ich vermute, dass wir in diesem Raum relativ rasch Einigkeit darüber erzielen werden, dass mit der gegenwärtigen AfD sozusagen nichts anzufangen ist in dieser Hinsicht. Und von daher
ist das schon eine Herausforderung, die die politischen Parteien annehmen müssen, meinem Eindruck auch nach angenommen haben. Interessant wird es, wenn ich das mal als Historiker des Parlamentarismus auch sagen darf, natürlich bei der Frage, wie verhält es sich mit den politischen Regeln, die sich ein Parlament selber gibt und dem Umgang mit den parlamentarisch gewählten Vertretern dieser Parteien, also sprich, welche Posten stehen denen zu, weil sie nun mal, solange sie nicht verboten sind, im Parlament sitzen. Da sind, glaube ich, wirklich heikle und schwierige Fragen. Meine persönliche Meinung ist, dass man da wahrscheinlich noch mehr auf die Einhaltung der Regeln, die man sich selber gibt, hätte achten sollen. Was nicht gleichzusetzen ist mit der Tolerierung dessen, wofür die politisch stehen, diese Parteien. Mhm. Frau Münch? Die beiden Fragen haben ja durchaus einen ähnlichen Tenor, wenn Sie auch beide die extremen Pole jeweils angesprochen haben. Ja, auch die Frage, wo ist eigentlich die Verbindung zwischen politischen Parteien der extremen Linken oder der extremen Rechten und möglichen terroristischen Anschlägen, Umtrieben, Verschwörungen, wie auch immer. Ich würde jetzt Ihren Vergleich, den würde ich jetzt nicht teilen, also Sie haben jetzt vom RAF auf Fahrradpolitik in Berlin, also das finde ich jetzt doch eine ziemliche Entfernung, aber ich glaube, ich weiß, dass sie ungefähr eben diese Frage eben besteht, eine Verbindung. Ich halte sie im Augenblick tatsächlich, und ich glaube, also das ist auch eine Auffassung des Verfassungsschutzes, der sich ja merkwürdigerweise im Augenblick großer Beliebtheit bei allen politischen Kräften jenseits der extremistischen erfreut. Das hätten wir uns in den 80er Jahren auch nicht vorstellen können, dass mal der Verfassungsschutz noch zu solchen Ehren kommen würde und in einem breiten politischen Lager, in einem sehr breiten dann so viel Anerkennung findet. Also mir macht die AfD-Umtriebe natürlich, also ich finde schon, dass einen das beunruhigen muss und dass man sich auch nicht damit beruhigen sollte mit Wahlergebnissen in Nordrhein-Westfalen oder in Schleswig-Holstein. Das halte ich für höchst problematisch, wenn man sagt, naja, in einen Landtag sind sie nicht reingekommen und im anderen haben sie doch schlecht abgeschnitten. Wenn wir uns anschauen, gerade in Nordrhein-Westfalen, wie hoch der Anteil der Nichtwählerinnen und Nichtwähler war, und wenn wir uns überlegen, dass politische Parteien nur an einem einzigen Tag in einer Legislaturperiode wirklich an Nichtwählerinnen und Nichtwähler denken. Und das ist am Wahlabend. Und danach nicht mehr. Und wenn wir uns dann überlegen, was in den 4x365 Tagen oder je nach Wahlperiode, wie viel Mobilisierung zum Beispiel über Unzufriedenheit, über Existenzsorgen passieren können, Ablehnung der Klimapolitik, der Energiepolitik und wie dann jemand da im Hintergrund sitzt und offenbar die Strippen in einer Weise zieht, dass er die eigene Partei an der Nase herumführt, am Nasenring, dann macht mir das Sorgen. Also aber vielleicht kriegen Sie den charismatischen oder selbst benannten charismatischen Führer bei der AfD in 2 Jahren. Diese Vermutung gibt es ja bei einigen. Diese Person, die Bernd heißen soll. Sie konnten sich schon nicht an den Namen der Partei erinnern. Sie wollten sich nicht, aber die AfD-Thematik ist da. Also ich würde erst mal sagen, der Begriff des Extremismus ist auch ein schwieriger, relativer Begriff. Wir definieren uns immer als das genaue Gegenteil. Aber wenn ich mir überlege, welche Auffassungen in puncto etwa auf sexuelle Orientierung, Diversität, Kriegseinsatz wir heute haben, wenn ich das in der Talkshow der 80er Jahre gehört hätte, dann hätte ich gemeint, das sind wohl extremistische Auffassungen von Leuten, die meinen, man muss mal mit schweren Waffen operieren, die aus bayerischen Kuhställen heraus genau wissen, wie Munition gemacht wird. Oder wenn ich in Kreisau auf einer Tagung zur Vergangenheitsaufarbeitung bin und es tritt ein tschechischer Kollege auf, der Zeitzeugendokumentation macht und sein Team vorstellt und die haben so komische Fleckfarben an. Ja, sagt er, ich bin von der Zeitzeugenbefragung zur Blutzeugen und Stützung übergegangen. Wir machen jetzt keine Dokumentation mehr, wir machen Helme und Westen, Slava Ukraini. Und was machen Sie? Und ich sitze in Kreisau in diesem Ort, Moltke, wo es um Versöhnung, Dialog geht und weiß plötzlich selbst nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Da kriegt man ein Gefühl dafür, dass der Begriff der Mitte und der des Extremismus mir in diesem Fall eigentlich relativ wenig hilft. Ich würde gerne noch eine Bemerkung zur AfD machen, weil ich mich selbst frage und ich habe dazu und auch gegen diesen Herrn selbst auch geschrieben. Aber tatsächlich, mich bewegt das AfD-Problem im Moment weniger stark, was vielleicht mit zurückgehenden
Wählerschaften zu tun hat, mit dem Umstand, dass diese Partei ihr Thema, ihr Rattenfängerthema im Moment nicht findet. Ja, das sehe ich auch, aber ich versuche trotzdem mein eigenes Gefühl, dass nicht nur meins ist, auch ein bisschen zu bannen. Und ich hatte gerade gestern eine interessante Untersuchung gelesen von Detlef Pollack, der eine Korrelation von Demokratiefeindschaft und AfD-Wählertum untersucht hat und die sehr stabil gefunden hat in den sogenannten alten Bundesländern. Also wer dort AfD wählt, tut es, weil er die Demokratie ablehnt. Das ist in Ostdeutschland viel diffuser. Und die Frage, warum das so ist. Man kann also diese Demokratie eigentlich ganz akzeptabel finden, aber trotzdem gerne mal den Herrschenden einen mitgeben, indem man die AfD wählt, wäre jetzt dieser Denkansatz. Ob das mit der Korrumpierung des Begriffs Partei durch die SED zu tun hat oder der 40-jährigen Tradition einer Partei, die keine Partei war, sondern die Totalität. Ob es damit zu tun hat, dass die Parteien in der deutschen Vereinigung wenig zu melden hatten. Das kann jetzt offen bleiben. Oder auch damit, dass die Blockflöten plötzlich die Protestparteien geworden sind, wenn wir das etwa bei der LDPD und bei der CDU sehen. Das weiß ich selbst nicht. Aber mich interessieren solche Ergebnisse, weil sie uns möglicherweise auch davor bewahren, die nie zu bannende Gefahr dadurch auch noch zu verstärken, dass wir sie mit Weimar zu eng koppeln. Weil das ja eine alarmierende und vielleicht auch alarmistischer Befund ist. Und manchmal denke ich, dass wir diese Flügelkämpfe dieser Gruppierung und ihrer sich häutenden Menschen da an der Spitze, dass wir die mit einer souveränen Nichtachtung vielleicht manchmal kleiner halten als mit der aufgeregten Bekämpfung. Also ein schwieriges Argument. Ich stehe auch gar nicht so ganz zu ihm, aber ich wollte wenigstens, es ist, bewegt mich in der Diskussion, um die eigene Haltung zu verstehen, die nicht mehr so alarmiert ist wie 2015, 16, 17. Das ehrt Sie. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr, Frau Teuteberg, Sie sind auf jeden Fall auch noch dran, aber ich frage mich, ob Sie sich noch kurz sich zurücknehmen können. Ich würde sagen, wir machen noch so 5 Minuten. Würde gerne noch eine Frage, die wir dort hatten, aufnehmen, hier an dieser Stelle, oder eine Bemerkung. Ja, Sabine Fischer, 2 Fragen. Also das eine würde ich Ihnen zustimmen, ich glaube, das ist diese mediale Berichterstattung. Also man hat meine Eindruck, es wird alles so aufgeregt dargestellt. Die Hyperinflation, alles geht den Bach runter und. Und das andere ist, die charismatischen Politiker, Sie erwähnten ja Churchill, ja, wo sollen die herkommen? Also für mich ist das ein Problem. Ich überlege immer, wo haben wir hier in Deutschland Politiker, die für etwas stehen und dafür eintreten und auch dafür kämpfen? Und das fehlt mir. Also weil wir haben ja, wenn ich jetzt mal zurückblicke, 50 Jahre reden wir über Klimapolitik, Energiepolitik. 50 Jahre, ne? 1973 ist für mich ein Schlüsseldatum. Ja, vielen Dank dafür. Ich wollte jetzt eigentlich Frau Teuteberg direkt das Wort geben, aber das ist natürlich für Sie die am schwersten zu beantwortende Frage, weil Sie sind natürlich auch Teil des politischen Angebots, das wir haben in diesem Land. Aber Sie dürfen jetzt ja mal quasi sozusagen den Blick auf das eigene Feld werfen. Fehlt es da an charismatischer Führung? Vielen würde wahrscheinlich jetzt dann doch jemand einfallen, der ist aber, glaube ich, nicht in Ihrer Partei. Ja, ich finde, also man kann sich das immer noch mehr wünschen, aber ich finde, dass dabei auch viel Verklärung dabei ist bei diesem nostalgischen Blick. Also zum Beispiel sind auch viele, die wir jetzt im Rückblick dann, von denen wir ein bestimmtes Bild haben, auch als sogenannter Elder Statesman, die haben auch mal, anders als das Klischee es sagt, in den 50er Jahren auch relativ jung oft angefangen übrigens. Auch ein Helmut Schmidt oder ein Hans-Dietrich Genscher sind mit Ende 20 oder Anfang 30 in den Deutschen Bundestag gekommen und nicht mit 50. Aber das prägt übrigens auch unsere Erinnerung, wer sich mal alte Fernsehaufnahmen ansieht. Früher sahen sowohl, ich sage jetzt mal, zum einen waren die Politiker von ihrer Herkunft und ihrem Geschlecht deutlich homogener. Und man sah auch generell optisch ähnlicher aus, also einfach von der Kleidung und den Frisuren. Und dadurch haben wir so ein Bild auch von diesen benannten, sehr respektierten Politikern, als seien die schon immer so gewesen wie in ihrer Endphase, als sie dann die allseits respektierten Kanzler und Außenminister oder ehemaligen Spitzenpolitiker waren. Und das verkennt man heute auch oft. Und das andere ist übrigens, wie nehmen Sie denn Politik wahr, in welchen Formaten? Ich sage jetzt mal so ein Beispiel, weil mich eben Geschichte immer so interessiert, habe ich da mir viel angesehen. Solche Formate wie Günter Gauss zur Person oder Ähnliches, sowas gibt es doch heute gar nicht mehr.
Also das und insofern möglicherweise wage mal die These, es gibt auch vielleicht ein paar Politikerpersönlichkeiten, die sogar diesem Anspruch genügen könnten, aber gar nicht in solchen Formaten, die mal zur Geltung bringen können, weil sie nie die Gelegenheit haben, richtig länger mal ihre Gedanken auszuführen und einem breiten Publikum zur Kenntnis zu bringen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass das übrigens auch eine Wechselwirkung von Erwartungshaltung von Bürgern und Verhalten von Politikern ist. Also wer will, dass Politiker ein breites Kreuz haben und auch mal für was einstehen und sich nicht sozusagen auch zu sehr beeinflussen lassen, der kann auch nicht gleichzeitig die Erwartung haben, dass sie sich jederzeit von jeder Mail und jeder Beschimpfung oder jeder Petition bei Abgeordnetenwatch übrigens beeinflussen lassen. Also wir haben einen ganz komischen Gegensatz zwischen einerseits auch jetzt in der digitalisierten Welt davon, von der Vorstellung, dass jeder alles beurteilen kann, so wie er auch am Zweifel die Diagnose seines Arztes durch eine Internetrecherche mal eben in Frage stellt, weil man so viel finden kann. Aber immer wenn es um Politik geht, wo man vielleicht früher auch einfach mal die Initiative gehabt hätte, wenn mich was interessiert, besorge ich mir das Programm und lese den Abschnitt, wie die Partei oder die Person dazu steht, muss heute immer eine persönlich ausformulierte Einzelantwort her und niemand denkt darüber nach, wie viel Aufwand da drin steckt. Also insofern, ich finde, da gibt es auch riesige Widersprüche in den Erwartungshaltungen und dem Bild, was ist eigentlich ein guter Politiker, eine gute Abgeordnete. Darüber lohnt die Debatte, weil ich finde, es wäre auch einiges zu tun, damit gute Leute auch Lust haben, in die Politik zu gehen. Und das was ist, was anstrengend ist, aber auch noch Freude macht. Aber ich würde zumindest diesen Pessimismus so nicht teilen. Ich sehe auch viele Fehlentwicklungen und viele auch Politiker, wo ich es kritisch sehe. Aber ich glaube eben nicht, dass das früher einfach nur so viel besser war, sondern auch unter ganz anderen Bedingungen stattgefunden hat. Und auch viele was dazu beitragen können, dass es gutes politisches Personal gibt. Ich gebe mir mal für die Schlussrunde noch zwei Sachen mit. So unterschiedlich politische Vorstellungen sind auch Fragen, die hier angekommen sind, hier von Ihnen. Sie haben gleich auch noch die Chance bei Getränken und ich glaube, es gibt auch was zu essen, vielleicht noch das ein oder andere nachzufragen. Aber die digitalen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben das natürlich nicht. Deswegen will ich Ihnen das noch gerne mitgeben. Nämlich einerseits Fragen zu Rapallo von Kai Wörner. Sie dürfen sich gleich aussuchen, was Sie rauspicken. Nämlich die Frage, überwogen hier aus Sicht der Runde eher ökonomische oder doch vor allem politische Gründe, dass es zu diesem Vertrag kam und ergänzend dazu führt von Rapallo ein Link zu heutigen Wirtschaftsbeziehungen mit Russland. Das wäre das eine. Das andere ist was ganz anderes. Wer möchte, kann was dazu sagen. Ulrich Schöning fragt oder schreibt, eine literarische Folge des Rathenau-Mordes war der Roman von Ernst von Salomon, Die Geächteten, könnten die Diskutanten dazu Stellung nehmen. Das will ich Ihnen einfach nochmal mitgeben, aber ansonsten sind Sie natürlich, wir sind hier in einem liberalen Gedankenumfeld natürlich frei in dem, was Sie sagen. Herr Sabro. Zu allem aber nicht kurz, wenn ich das so. Ich würde gerne was zu dem Begriff des Charismas erst sagen. Charisma wird in der Forschung nicht als Eigenschaft definiert, sondern als Zuschreibung. Es gibt also Charisma nicht, die an einer Person haftet, obwohl es natürlich Politiker gibt, die sie eher annehmen können. Gregor Gysi ist von der Rhetorik etwa ein Politikertypus, der zur Charismatisierung taugt. In der Weimarer Republik hingegen war es Ludendorff, der kein Redner war, und war es Hindenburg. Noch am Tag von Potsdam kämpfen um das Charisma Hitler und Hindenburg und in Potsdam siegt glatt Hindenburg. Also das Charisma setzt voraus, eine Bereitschaft der Gefolgschaft zur Unterwerfung. Man unterwirft sich einem Nimbus, den man selbst nicht hat. In dem postpolitischen Zeitalter, von dem ich zu sprechen versuchte, hat genau das gar keinen Platz mehr, weil Politik zu liefern hat und weil wir es am Ende alle besser wissen. Wir unterwerfen uns ja gar nicht dem Timbre einer schrauchigen Stimme von Willy Brandt oder von Charles de Gaulle, weil wir in einer ganz anderen Zeit das nur noch historisch eigentlich zu akzeptieren vermöchten. Das wäre meine Bemerkung dazu. Die zweite Frage, die sich auf Frau Pallo richtete, Ökonomie und Politik lassen sich sowieso nicht so richtig trennen. Und in diesem Fall war es die Politik aufgrund von wirtschaftlichen Zwängen, die versuchte, die internationale Integration Deutschlands voranzutreiben, indem man sich von wirtschaftlichen Nöten befreite. Und das war der Versuch mit Rapallo, den Walter Rathenau unterschrieben hatte als Vertrag, obwohl er ihn nicht wollte, weil Arco von Malzahn, der Staatssekretär, ihm zuflüsterte, dass die Russen unter Tschetscherin gerade mit den Engländern, Lloyd George,
Quatsch verhandelten und dass Deutschland plötzlich am nächsten Morgen mit Reparationsforderungen von allen Seiten überschüttet werden könnte. Und dann war das die Durchschlagung eines gordischen Knotens. Und bevor nachts um zwei in der Pyjama-Konferenz Rathenau den Vertrag unterzeichnete, stellte er sich nochmal hin und sagte, oh, le bouchon est tiré, il faut boire le vin. Der Knochen, der Korken ist jetzt gezogen und muss man den Wein auch trinken. Soweit dazu. Und zu den Geächteten sage ich vielleicht am Schluss noch was. Das ist eigentlich Ihr Schluss. Das war mir Schluss, dann okay. Ist das auch. Also zu den Geächteten nur kurz, das ist 31, der erste Roman, mit dem der entlassene Zuchthäusler Ernst von Salomon sich fast schon einen Weltruhm erschreibt. In einer Mischung aus Expressionismus und neuer Sachlichkeit beschreibt er diese Generation der Kriegsjugend, die nicht mehr an die Front gekommen ist und das kompensiert in einer rechtsradikalen militärischen Haltung, die bis zum Äußersten geht, die auch die Duellforderungen etwa der Offiziere, der Studenten nachahmt, nur dass Ernst von Salomon als Waffe im Duell den Minenwerfer vorschlug und deswegen nicht durchdrang bei seinem Kompaniechef, weil das ja die Kompanie das Leben gekostet hätte. Das ist die erste Beschreibung der Taten, die unter anderem den Rathener Mord beinhalteten und zeigten, wo die Grenze zwischen den Rechtskonservativen und den Rechtsextremisten verlief, als Generationskonflikt. Ein Beispiel nur, im Frankfurter Volkshaus sitzen die Stahlhelmer zusammen mit ihren Rauschebärten und überlegen sich, was sie gegen Versailles tun können und dann stehen diese Jungspunde um Salomon auf und sagen, Ober, zwei Bier, was ja bekanntlich die Aufforderung zur Saalschlacht ist. Und da werden sie dann verfolgt, die alten zitternden Bärte, was sind das für Typen und die werfen sich in der Judo-Rolle aus dem Erdgeschossfenster raus und gehen dann die Zeil entlang und überlegen sich, wie sie raten auch vor die Flinte kriegen. Das ist diese Vorstellung einer Tatgeneration, die den Rechtsradikalismus der Weimarer Republik so enorm beflügelt, die nicht vom Staat her denkt, sondern eher aus anderen Antrieben heraus und die dann im Nationalsozialismus auf ganz andere Weise eine Fortsetzung finden wird in dessen Jugendkult, den der Nationalsozialismus ja auch aufwies, obwohl sich ansonsten diese Rechtsradikalen ganz stark von der NS-Bewegung unterscheiden. Ich würde davon reden, dass hier zwei rechte republikfeindliche Gruppierungen lange Zeit um die Vorherrschaft ringen, bis sich dann die Hitler-Fraktion durchsetzt. Vielen Dank. Wir sind in der Schlussrunde, Frau München. Sie können jetzt picken sozusagen, wo Sie rauspicken wollen. Ich suche mir die Charisma-Frage raus, genau. Weil ich also nun wahrlich nichts zu verträgen und da ist alles gesagt worden. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir keine Politikerinnen und Politiker mit so überbordendem Charisma haben, weil da sehe ich einfach die Problematik der Verfügbarkeit. Das sind mir dann ja, Berufspolitiker mit mehr oder minder Ausstrahlung dann allemal lieber. Und es ist verdammt schwierig, heutzutage Politik zu machen im Zeitalter, ein Kollege hat es als Totalausleuchtung der Politik bezeichnet. Das sind so völlig andere Bedingungen im Vergleich zu der Zeit Rathenaus. Und es ist noch schwieriger geworden, aus anderen Gründen oder anders schwierig, nicht noch schwieriger, anders schwierig geworden. Vielen Dank. Ja, ich würde jetzt auch nicht zu Rapallo und den Geächteten noch auf Martin Sabo noch eins draufsetzen wollen, sondern dann würde ich lieber auch noch eine Lanze für die Politiker brechen wollen und vielleicht das nochmal mit einer Problemanalyse verbinden, dass wir ja gesagt haben, und da waren wir uns halbwegs einig, glaube ich, das parlamentarische System der Bundesrepublik ist relativ stabil und doch eben stabiler jedenfalls als das, was wir in der Weimarer Zeit kennen oder aus der Weimarer Zeit kennen. Da, wo man sich Sorgen machen muss, glaube ich, ist der Bereich der Parteien und der Parteibindungen und der Frage des Engagements in Parteien. Insofern geht, glaube ich, der Wunsch, sozusagen gute Politiker zu haben, fällt auf uns alle zurück, die wir das nicht machen, die wir uns diesem Stress, dieser Belastung, diesem Knochenjob nicht aussetzen, weil wir das Gleiche in der Wissenschaft tun, aber eben doch anders dann und eben vielleicht etwas weniger durchleuchtet jeden Tag. Und auch mit ein bisschen anderen Verfügbarkeiten für sich selber und das, die eigene Arbeit. Das ist, glaube ich, tatsächlich der Bereich, wo wir sagen müssen, unsere Demokratie ist auf die Parteien angewiesen und sie lebt von diesen Clearingstellen sozusagen für ich bleibe bei der Problemlösung oder bei der Diskussion von politischen Zielen, vielleicht in der Kombination.
Aber die Bereitschaft, das zu machen, geht zurück. Es geht hin, wenn dann zum Engagement in Initiativen, die sozusagen punktgerichtet auf ein Problem vielleicht sind. Und das, würde ich sagen, ist schon eine Sache, mit der wir weiter uns rumschlagen werden, glaube ich. Dominik Eppert, vielen Dank an Sie. Ursula Münch, vielen Dank an Sie. Herr Sabro, Frau Teuteberg, ganz herzlichen Dank für Ihre vielen Gedanken und Ansätze von Theorien und Betrachtungen. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse, für Ihre Fragen hier im Saal und natürlich auch digital auf YouTube oder in der Zoom-Konferenz. Das ist jetzt die schlechte Nachricht für Sie. Hier geht es jetzt in gewisser Weise deutlich gemütlicher, zumindest gemeinsam weiter. Aber vielen Dank, dass Sie dabei waren und auf einen schönen Ausklang hier jetzt noch im Saal.